das Dude Grill. You need to push. Push now. Okay, think about saving your tires for next few laps. Don't hit your tires too hard for next few laps. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zum fünften Lauf der Wobbspeed Virtual Masters. Heute bei ihrem fünften Lauf in Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Es begrüßt ja Mikrofon Sebastian Gerhard, freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, fünfter Lauf, das heißt, wir sind genau in der Mitte der Saison angekommen. Und das bedeutet für die Fahrer heute das zweite Rennen in dieser Saison mit dem Star Mazda. Und ja, wir schalten gleich mal zu einem Piloten hin, der auch auf der Strecke unterwegs ist. Eben gerade wurde das Fahrerbriefing beendet und jetzt sind die Piloten also auch wieder unterwegs. Ein paar Minuten sind es noch, bis es dann gleich ins Qualifying geht, werden wir Michael Engel hier auf einem kleinen Ausritt sehen. Aber wir wollen natürlich jetzt vor allem mal in die Aufstellung schauen. Wie sieht es nämlich mit den aktuellen Meisterschaftsständen aus? Ja, und Daniel Türk, tja, was soll man sagen, der setzt sich da mittlerweile doch recht deutlich vom Feld ab. Nach seinem dritten Doppelsieg in Folge, zuletzt in Bathurst mit dem BMW Z4, hat er jetzt über 100 Punkte Vorsprung schon gegenüber Nils Senkowski, seinem immer noch engsten Verfolger. Der hatte in Bathurst, und es war nicht der BMW, es war natürlich der Mazda MX-5, der hatte da ein bisschen Pech, sonst wäre da vielleicht der Abstand noch nicht ganz so groß, aber da hat es ihn relativ weit zurückgespült im Verhältnis und deswegen ist die Lücke jetzt doch schon so groß. Dahinter wird es nämlich doch recht deutlich eng. Michael Engel, der war speziell im zweiten Rennen auf dem MX-5 sehr, sehr stark unterwegs, 388 Punkte, also ziemlich knapp dahinter. Daniel Ziegler haben wir auf der vierten Position, eigentlich derjenige, der zu Beginn der Saison so der ärgste Konkurrent zu Daniel Türk zu sein schien, speziell wenn es um den Kampf an der Spitze während der Rennen anging. Aber auch er ist jetzt ein paar Mal gebeutelt worden, deswegen vierte Position für ihn. Dann haben wir einen kleinen Abriss runter zu Marc Vetgenheuer, der sich jetzt zuletzt relativ gut präsentiert hat, deswegen auch eine Position oder zwei Positionen mittlerweile gewonnen hat. Tobias Soltau, ja, der kommt so langsam auch ins Geschehen hinein, der Teamkollege von Daniel Türk. Ja,
ist noch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bisher geblieben, hatte auch wieder einen Unfall gehabt in Bathurst und das hat ihn dann gleich aus dem ersten Rennen rausgenommen. Stefan Kreling etwas zurückgefallen auf die siebte Position, 337 Punkte, trotzdem läuft es bisher für ihn deutlich besser als im gesamten sechsten Cup beim vergangenen Mal dann doch. Franz Hückstedt auf der achten Position, 297 Punkte, da also wieder ein etwas größerer Abstand. Dann kommt Marc Bröker, der Teamkollege von Daniel Ziegler, auf der neunten Position. Top 10 wird im Moment von Sven Ullmann komplettiert mit genau 250 Punkten und der hat sich auch als einer der wenigen dort überhaupt mal bei den Positionen auf dieser 10. gehalten. Teamwertung, ja, nicht überraschend. Simson Pro mit 858 Punkten, ja, dem Racing for DKMS-Team schon relativ weit voraus. Also Marc Vetgenheuer und Stefan Kreling von den Positionen in der Top 10 eigentlich gar nicht mal so gut aufgestellt. Ja, machen momentan so ein bisschen Richtung Team-Vizemeister-Titel in der Teamwertung. Denn wenn wir mal schauen, was das für ein Riesensprung da zu Simson Pro ist, das wird schwierig nochmal einzufangen. Also da werden wir sicher in den nächsten, ich schätze mal, zwei Läufen irgendwann schon sowas wie eine Vorentscheidung endgültig bekommen. Appler Racing mit Daniel Ziegler und Marc Brücker auf der dritten Position, 653 Punkten. Ja, da könnte mehr möglich sein, aber speziell Marc Brücker hatte bisher eher suboptimale Rennen, sonst wäre das punktemäßig vielleicht ein bisschen enger, als es im Moment ist. Dann nächster größerer Sprung zur PFS Performance mit Nils und Jan Senkowski, 595 Punkte. Ja, das ist nicht so überraschend, denn Jan Senkowski war ja jetzt mehrere Läufe nicht dabei. Der hat aus privaten Gründen, speziell weil er sich auch im realen Motorsport ein bisschen herumtreibt, hat er dann nicht immer Zeit gehabt. Deswegen wird er auch nicht um den Meistertitel in dieser Saison mitkämpfen bzw. seinen Titel verteidigen können. Das hat man aber schon mal alles durchgesprochen. Ja, ART, Austria Racing Team mit Bernd Oswald und Michael Engel auf der fünften Position. 40 Punkte Abstand sind es da. Und dann kommt der nächste ganz, ganz große Abriss runter zur sechsten Position mit Wobbspeed, Fanatec Racing 1, bestehen aus Sven Ullmann und Robert Gerke. Ja, da ist momentan das Ergebnis immer ein bisschen, wie soll man so sagen, keine stabilen Ergebnisse reingekommen. Speziell Robert Gerke hat bisher ziemlich große Probleme gehabt und ist leider Gottes auch momentan Strafpunktekönig. Es läuft eben manchmal einfach alles nicht zusammen. Deswegen dieses Team auch auf der 6. Da wäre allein von der Performance beider Fahrer doch mehr drin, aber ja, es soll eben nicht sein. Greentech Racing, bestehend aus Jochen Friedrich und Lukas Zamponi auf der 7. Ja, Lukas Zamponi im letzten Lauf nicht dabei gewesen und auch dort ist das Ganze schwankend. Interessanterweise Friedrich eigentlich momentan ziemlich gut unterwegs, hatte eine sehr, sehr gute Top-10-Platzierung in Bathurst leider weggeworfen. Sonst wäre da der Kampf vielleicht zwischen Wobbspeed, Fanatec Racing und diesem Team etwas enger. Südliche Allianz, Claudio Ferreira und Roland Preston, 352 Punkte. Ja, das ist ganz, ganz mager für die beiden. Die haben sich auf jeden Fall was anderes ausgerechnet gehabt. Denn, ja, wenn wir uns dran erinnern, im vergangenen Cup, da ging es teilweise für die noch um um den Vize-Team-Titel. Der wurde dann von Simson Pro ein bisschen ihnen zerschlagen, aber die waren da sehr, sehr gut unterwegs. Diese Saison läuft da gar nichts zusammen. Also vielleicht die drei unterschiedlichen Autos, die zu fahren sind, dann doch für die etwas problematischer als gedacht. Neunte Position in der Teamwertung Limit Hunters. Da hält Franz Hückstedt nach wie vor alleine die Fahne hoch mit 297 Punkten. Und auf der zehnten Position das PFS Trophy Team mit Uwe Zaretzke und Andy Senkowski, 228 Punkte. Die fahren wieder so ihr eigenes Ding. Das hat man aber in der vergangenen Saison bisher auch schon immer gehabt. Ja, Thema Strafen. Und das ist also das, was beim letzten Rennen verhängt worden ist. 11 Strafpunkte für Franz Hückstedt. Das resultiert daraus, dass er sich einmal noch zusätzlich Strafpunkte eingefangen hat wegen seiner, weil er im Qualifying Escape gedrückt hat und wieder rausgefahren ist. Also das war so das Problem. Er hat sich da viele kleine Fehler geleistet, die alle so ein paar Strafpunkte nach sich gezogen haben und eben diese 5 Punkte, die ihm extrem reingeschlagen haben, weil er diesen Fehler gemacht hat, hat Escape gedrückt, das Auto in die Box abschleppen lassen und ist wieder rausgegangen. Deswegen darf er heute am Qualifying auch nicht starten. Robert Gerke ebenfalls hat da ebenfalls auch nicht zugelangt. 10 Strafpunkte. Auch er hat heute genau wie Franz Hückstedt eine Durchfahrtsstrafe. Sven Ullmann,
sehen wir also da in Bathurst, ging es eng zur Sache. Da hat jeder so sein bisschen an Strafpünktchen abgeholt, aber das ist alles halb so wild. Also wenn man sieht, 4 Strafpunkte, 2 Strafpunkte, das spricht jetzt nicht für einen allzu großen Fehler. Da hat es eben mal ein bisschen gerumpelt, sowas kommt zusammen. Und da das komplette Rennen gesichtet wird, kommt da eben auch ein bisschen mehr raus, als wenn man nach einer Protestregelung vorgeht, wo es das ja eher so ist, dass dann manch einer sagt, naja, ich reiche jetzt keinen Protest ein für so eine Geschichte, ist nicht so schlimm, und dann entgeht da der ein oder andere mal einer Strafpunkteverhängung. Das ist hier eben nicht so, und unten wird es nochmal angegeben, Franz Hückstedt, also Quali-Verbot heute Abend. Ja, wir spielen einen Moment Werbung ein und kommen dann zur Wagen- und Streckenvorstellung. Wir sind die erste Wahl. Qualitativ hochwertiges Autoglas und erstklassiger Service. Bei uns ist nicht nur Ihr Autoglas in besten Händen, Sie sind es auch. Um Sie wirklich zufriedenzustellen, bieten wir Ihnen mehr als meisterliche Qualität. Unser Service ist ebenfalls Meisterklasse. Wir tun Gutes. Für uns sind die Städte, in denen Sie uns finden, nicht einfach nur Standorte. Wir fühlen uns als Teil unserer Region. Darum ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Service, Schnelligkeit und Kompetenz genau das ist, was Sie als Kunde unserer Region bei uns erwarten dürfen. Lassen Sie sich überzeugen. Herzlich willkommen. Also, da sind wir wieder. Kurz nochmal der Überblick über das Fahrzeug, was heute gefahren wird. Also, mehr Leistung als der Mazda MX-5 mit den 240 PS. Deswegen wird es ein bisschen flotter heute wieder von der Sache gehen. Und wir sind also schon hier durch. Erste Kurve und zweite Kurve direkt mal hindurch auf dem Circuit Gilles Villeneuve-Kurve. 3 langgezogene 180-Grad-Kurve. Und ja, Sie sehen schon, für alle, denen die Strecke nichts sagt,
Ja, links und rechts, die Mauern sind nah und das ist natürlich für so ein Formelauto ganz schlimm. Wir kommen durch die erste Schikane durch, Kurve 4 und 5 sind das hier und da rechts sieht man die ganzen schönen Flecken. Kurve 6, dieser Knick hier und dann kommen wir zum Pont de la Concorde, nämlich wieder eine Kurvenkombination, diesmal links-rechts herum. Das Ganze kann ein bisschen zügiger gefahren werden. Jetzt heißt Vollgas und dann geht es gleich nämlich in das entgegengesetzte Konstrukt, dann nämlich einmal rechts links wieder herum. Also solche Schikanen hat man hier mehrfach eingebaut, in dem Fall sind das Kurve 9 und 10. Das ist also mit die schnellste Kombination von diesen ganzen Kurven. Und jetzt geht es hin zur Spitzkehre, Pit-Herpin. Vollgas drauf zu und dann heißt hart runterbremsen in diese 180 Grad Kehre. Da sieht man langsamste Kurve auf der Strecke. Der Formelwagen geht da etwas unter die 100 km/h und Mirage di Casino haben wir jetzt durch und jetzt ist also Vollgas angesagt. Schnellstes Stück auf der ganzen Strecke, bis wir dann zur letzten Schikane kommen. Kurve 14, Kurve 15. Geradeaus würde es in die Box gehen, aber jetzt natürlich für diese Streckenvorstellung nicht. Und da sehen wir auch gleich die Wall of Champions, nämlich hier diese Mauer hier rechts, das ist die sogenannte Wall of Champions, denn dort sind schon extrem viele Formel 1 Weltmeister irgendwann mal gegengefahren und da kommt also der Name. Und wir sind genau rechtzeitig wieder da, nämlich zum Beginn dieses Qualifyings. Keine Zeiten bisher drin, das kommt uns also wunderbar entgegen und wir haben gerade Tobias Soltau hier im Bild, der wird in der Liste momentan an der Spitze geführt, aber das wird sich natürlich gleich alles ein bisschen ändern. Aus seiner Sicht natürlich hoffentlich nicht, aber die anderen Fahrer würden sich gerne auch da vorne positionieren können. Daniel Türk hatte vorhin die schnellste Runde im Training gefahren, aber wir wissen, seit die Dynamic Track Technik eingeführt worden ist, wird ein bisschen des besseren Grip aus dem Training in die Qualifikationssession übertragen und verbessert sich dann vielleicht noch mal ein bisschen. Deswegen ja mal schauen, was da am Ende bei rauskommen wird, was wir da für Zeiten sehen werden. Ja, ich glaube, Soltau ist noch. Ja, ist der schon auf einer gezeiteten Runde? Ich glaube es nämlich nicht, deswegen will ich mal gerade hinschalten zu Marc Bröker, wo der unterwegs ist. Der hat die nämlich, denke ich, schon angefangen und Claudio Ferreira wird uns mit der ersten schnellen Runde angezeigt, nämlich einer 1:47.135. Den haben wir hier im Bild von der südlichen Allianz. In markanten gelb-blauen Design. Aber zurück zu Bröker, denn der müsste auch bald über die Linie drüber kommen. Ja, noch sind es ein paar Meter. Mal schauen, wen wir da finden, wer gerade hier schon etwas weiter vorne ist. Da Soltau beginnt das Ganze auch gerade erst. Stefan Kräling, da ist es ein bisschen weiter. Für das Team Racing for DKMS, für die deutsche Knochenmarkspenderdatei. Interessanterweise, die Lackierung erinnert so ein bisschen an die alten Formel 1 Fahrzeuge, so aus den letzten, ja, so bis vor 10, teilweise 20 Jahren. Also in dem Fall ist man hier so ein bisschen hin und her gerissen mit dem vielen Rot, würde man sagen. Man geht so ein bisschen in die älteren Ferraris rein. Andersrum ist es weiß auch ein bisschen mehr, als es bei den eigentlichen Ferraris war. Um da jetzt bis zu McLaren zu greifen, ist es wieder zu rot. Aber man kommt so von der Optik her noch nah an bekannte Formel 1 Designs aus der Vergangenheit ran. Das ist bei den anderen Autos eher weniger der Fall. Und wir haben Marc Bröker auf dem zweiten Platz, während Daniel Ziegler sich zunächst mal die Pole Position gesichert hat. Also der Teamkollege von Bröker auf der zweiten Position. Jetzt trudeln sie ein wenig ein. Ullmann, der befindet sich jetzt auf der fünften Position, nachdem nämlich Franz Hückstedt direkt vor ihm jetzt die neue Bestzeit rausgefahren hat. Tobias Soltau löst ihn direkt ab und Daniel Türk dahinter ebenfalls gleich drüber gegangen. Der befindet sich jetzt auf der 2. Die beiden sind Pro-Team-Piloten, scheinen sich da auch ein bisschen Windschatten zu geben. Das war noch eine Diskussion, nicht im Vorfeld, beziehungsweise eine Information, die ich im Vorfeld nochmal so ein bisschen abgegriffen habe. Also die größten Probleme, die Fahrer heute haben, ist einmal die richtige Einstellung des Flügels, speziell des Heckflügels.
Umso niedriger der ist, umso schneller wird das Auto natürlich. Aber sonst passiert aber genau auch das, was jetzt Daniel Türk hier passiert ist. Das Auto fängt auch ganz schnell mal an, mit der Hinterachse zu rutschen. Und das geht auf die Hinterreifen. Das ist also so eine Krux, die man speziell beim Ein-Stunden-Rennen nachher haben wird. Wir haben jetzt zunächst mal ein kurzes Rennen über die 20 Minuten und dann kommt das Rennen über 60 Minuten. Und speziell beim zweiten Rennen wird es also interessant, wer da mit niedrigem Flügel fährt, aber gleichzeitig seine Hinterreifen unter Kontrolle halten kann. Und das zweite Thema sind die Curbs. Die hebeln das Fahrzeug hier ganz schnell mal aus und dann kracht es ganz gewaltig. Dann springt das Auto sonst wohin und ja, bei der Mauer kann man sich selber ausrechnen, was dann da passiert. Michael Engel jetzt auf die vierte Position vorgefahren mit seinem Teamkollegen Bernd Oswald im Schlepptau gerade. Der ist allerdings auf der 9 aktuell geführt. Wir machen ebenfalls also die Windschattenspielereien. Robert Gerke schiebt sich in dem Moment hier auf die 5 nach vorne. Der Teamkollege von Ullmann, während da Ferreira mal einen kleinen Ausritt in die Wiese macht, ist anscheinend jetzt auf keiner schnellen Runde mehr unterwegs gewesen, hat dann Gerke eben vorbeigelassen. Wen haben wir noch hier im Feld, den wir jetzt noch nicht so im Blick hatten? Da haben wir hier Marc Fettgeneuer, der Teamkollege von Stefan Krehling. Auch da haben wir diese rot-weiße Lackierung. Das Gelb erinnert dann tatsächlich so ein bisschen an die alten Ferraris mit der Agip-Werbung. Also von dieser italienischen Tankstellenkette. Die hatten auch mal diese gelben Applikationen dran. Da kommen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Aber natürlich sind es eigentlich die Farben der deutschen Knochenmarkspende. Und für die wird hier geworben. Wieder zu einem guten Zweck das Ganze und nicht für Ferrari oder jemand anders, denn wir fahren hier ja auch Mazda. Also das Thema schließen wir in dem Falle ab und schauen mal, Daniel Ziegler jetzt nur noch 10. Also da haben einige gleich mal eine ordentlich schnellere Runde hingelegt. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich da vorne wieder einsortieren kann. Kommt jetzt in den nächsten Sekunden über die Linie drüber, hat den Teamkollegen nach wie vor vor sich. Daniel Ziegler, wo geht's hin? Ja, da wurde nicht gewertet, doch wurde gewertet, dritte Position für ihn, also er schließt sich dort vorne mit an und der Abstand ist allerdings doch relativ groß. Also Daniel Türk und Tobias Solter unter einer Zehntel der Abstand und dann kommt gleich mal ein richtig ordentlicher Sprung. Nils Zinkowski hat sich auf die 4 nach vorne geschoben und sein Auto direkt in die Box gestellt. Sein Bruder Jan Zinkowski, der ist hier noch unterwegs. Da habe ich im Vorfeld noch gelesen, dass der sich nicht so viel ausrechnet, weil er mit dem Auto einfach nicht richtig warm wird. Und es ist auch ja sein erstes Rennen, dass er mit dem Wagen fährt, war ja in Suzuka nicht dabei. Das heißt, die Rennerfahrung zumindest unter den Wop-Speedlern, die fehlt ihm da noch ein bisschen im Vergleich zu den meisten anderen Fahrern. Ja, und heute Abend sind wir ja leider nur 15 Piloten. Da kommt offenbar auch kein weiterer mehr. Gab einige Abmeldungen. Jochen Friedrich auf der 15 geführt. Ja, der wird sich vielleicht etwas ärgern, dass es da nicht noch ein paar Konkurrenten weiter hinten gibt, mit denen er sich dann duellieren könnte. Aber so wie ich die Zeit sehe, ja, vielleicht ist da qualifikationsmäßig auch noch nicht das Optimum bei rumgekommen. Oder eben, er spekuliert jetzt eh darauf, dass er sich das ganze Geschehen von hinten anschaut. Denn speziell beim Start ist das natürlich immer problematisch, wenn man da ein bisschen zu eng aneinander gerät. In Suzuka war die Strecke wesentlich schmaler. Dafür waren mehr Auslaufzonen vorhanden. Hier sieht die Sache eben andersrum aus. Die Strecke ist deutlich breiter, aber wenn man mal daneben gerät, dann hängt man gleich mit dem Rad in der Mauer. Für alle, die zum ersten Mal hier generell da reinschauen und sich da noch in Sachen iRacing und dem ganzen Schadensmodell und so weiter nicht auskennen, also das Rad wird nicht wegbrechen, das wird hier nicht simuliert. Allerdings, ja, kleine Berührung und so fort, ist das Fahrwerk krumm oder eben das Rad auch so beschädigt, dass man das Rennen nicht fortsetzen kann. Also wenn es da einen leichteren Unfall gibt und man sieht jetzt von außen kaum Beschädigungen, heißt das noch lange nicht, dass der Wagen auch sich noch problemlos fahren lässt. Deswegen werden wir das logischerweise im Rennverlauf alles ein bisschen genauer kontrollieren. Und bei Nils Zinkowski sehen wir, der ist noch auf seiner Outlap. Das dauert hier noch einen Moment. Michael Engel, der sich schon in Bathurst beim zweiten Rennen auf dem MX-5 stark präsentiert hatte, beziehungsweise man muss sagen, generell diese Saison schon sehr stark präsentiert hatte, der fährt hier auch schon wieder auf der 5. Startposition. Mal gucken, was da gleich kommen wird.
denn der hat nur noch ein paar Meter vor sich. Letzte Schikane. Oh, da ist er aber reingedriftet und driftet wieder raus. Und ja, kein Einschlag, aber die Runde ist natürlich futsch. Da hat er es mit aller Wucht versucht. Ja, und was macht er jetzt? Jetzt hat er, glaube ich, gleich mal gerade mal geguckt, ob er von da noch irgendwie in die Boxengasse reinkommt. Denn jetzt fehlt ihm ja jeder Schwung. Also die nächste Runde kann er sich im Endeffekt auch schon in die Haare schmieren. Ja, das ist sehr ärgerlich, dass er da natürlich ausgerechnet an der Stelle den Dreher hatte. Jetzt kommt vielleicht ein bisschen Starttraining mal kurz. Na, sieht ganz so aus. Da kann man aber das Warm-up auch noch für benutzen, Michael. Das muss jetzt nicht unbedingt mit einem Qualifying sein. Und Daniel Türk setzt sich an die Spitze mit der neuen schnellsten Runde, nimmt seinem Teamkollegen gleich mal fast 3/10 ab und er hat jetzt also die Pole inne. Das ist jetzt was, muss man sagen, die meisten gähnen jetzt wahrscheinlich schon, weil es nicht so überraschend ist. Daniel Türk momentan einfach der dominierende Mann. Wenn auch er es bisher in den Rennen nie einfach hatte. Also das klingt jetzt so, als würde bei Dominieren klingt das immer so, als würde er da allen davonfahren. Das stimmt allerdings nicht. Also er hat bisher in fast jedem Rennen einen heftigen Kampf kämpfen müssen, um wirklich da vorne an die Spitze zu kommen. Und er hat es eben dann jedes Mal geschafft. Aber wirklich groß war der Vorsprung selten. Deswegen darf man da kein falsches Bild jetzt gegenüber dem restlichen Fahrerfeld entstehen lassen. Die wissen sehr wohl, wie man den unter Druck setzen kann. Aber irgendwie reicht ihm momentan. Es klappt es in dieser Saison für ihn einfach immer wieder, trotzdem die Spitze zu ergattern. Das war im sechsten Cup, also bei der vergangenen Saison, die da gefahren wurde. Uiuiui. Und Abflug von Marc Bröker, das wird keine bessere Runde mehr. Ja, ist da so eine Sache. Also im vergangenen Cup hat er ziemlich viele Schwierigkeiten gehabt, während sich Jan Senkowski jetzt auf die fünfte Startposition vorgearbeitet hat. Also Daniel Türk wurde da immer wieder in Unfälle verwickelt. Das ist in dieser Saison bisher wenig passiert. Und wenn, dann hat es die anderen auch irgendwie erwischt. Deswegen bisher für ihn das Ganze also doch sehr, sehr gut gelaufen. Jan Senkowski, also jetzt ebenfalls mit Platzwechsel, ist auf die 5 nach vorne gegangen. Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist Stefan Krelings Performance im Moment hier, der nur auf der 14 steht. Hatte sich eigentlich jetzt bisher mal richtig gut zeigen können. War da auf jeden Fall Top-10-Kandidat, aber hier in Montreal scheint es im Moment noch nicht zu laufen und er muss sich so allmählich etwas beeilen. Also, na, wie viele Runden hätte er noch? Er fährt jetzt die hier, wird dann danach nochmal an die Box fahren müssen. Das heißt, das bedeutet dann noch eine weitere Runde. Also, ja, mal schauen, wie viele Runden da noch für ihn rauskommen. 3 Stück vielleicht. Mal sehen. Die hier war auf jeden Fall schon mal nicht nennenswert besser, hat ihn aber immerhin mal 2 Plätze nach vorne auf die 12 gebracht. Aber wir sehen trotzdem, der hat einen Rückstand zu Bernd Oswald von, ja, 7/10. Ah, es sind sogar 8, grob gerechnet. Knapp 8/10 Rückstand hinter Bernd Oswald und ja, den will ich gleich im zweiten Zuge nennen, denn auch der ist ja damit der 11. Startposition, denke ich, im Moment überhaupt nicht zufrieden. Andererseits, die Fahrer, die wir alle da in der Top 10 stehen haben, die gehören durchaus auch dahin. Also man merkt, die Luft wird dünner zwischen den Fahrern, was uns logischerweise auch ein bisschen freut, denn das bedeutet mehr Spannung für das Rennen. Und auch ein bisschen schon für unser Qualifying. Bernd Oswald also im Moment nur 11., während sein Teamkollege Michael Engel auf der 5 jetzt steht, nachdem er nämlich eben gerade Jan Senkowski wieder um einen Platz zurückgedrängt hat. Also Engel scheint hier mit dem kleinen Formelwagen etwas besser zurechtzukommen als Bernd Oswald. Fahrzeuge zu unterscheiden, man sieht bei Michael Engel die blaue Applikation vorne beim Flügel, während Bernd Oswald eine gelbe trägt. Das ist also hier der Unterschied. Ähnlich ist das übrigens auch bei Jan Senkowski und Nils Senkowski. Wir sehen das also, Jan ebenfalls mit gelb, in dem Fall allerdings Nils Senkowski mit rot.
ist noch etwas leichter zu unterscheiden, das Ganze, während gerade Jan Sinkowski seinen Bruder vorbeigewinkt hat. Also ja, mit Windschatten ist jetzt nichts mehr. Da muss jetzt Nils Sinkowski alleine sehen, wie er hier vielleicht noch eine etwas bessere Zeit rausfahren kann. Ja, es fehlt ihm nicht so viel. Etwas mehr als 1/2 Zehntel Rückstand gegenüber Daniel Ziegler. Das ist jetzt noch was, was man durchaus beheben kann. Da sieht die Problematik für Daniel Ziegler in Richtung Tobias Soltau schon ganz anders aus. Mit 4 Zehntel. Aber auch Nils Sinkowski macht langsam. Also da werden wohl die beiden Brüder nochmal einen gemeinsamen Versuch starten. Marc Brücker steht in der Box, fährt nicht mehr raus anscheinend und das wird ihm jetzt auch gar nicht mehr so viel bringen. Robert Gerke weiterhin beim Versuch, hier noch etwas besser zu werden, und auch dem fehlt nicht viel. Es ist mehr als 1/10, aber ja, also Marc Brücker könnte er noch einfangen. Er wird sich ärgern, denn in Bathurst war er vom Speed her richtig gut unterwegs, hat dann aber Unfälle gehabt, die ihm ja auch dieses Strafenkonto beschert haben. Und damit hat er sich die Rennen selbst ruiniert. Jetzt scheint es hier nämlich nicht mehr so ganz zu reichen für ihn mit dem Star Mazda. Da liegt er etwas hinter seiner Performance aus Australien. Und ja, selbst wenn er auf dem Platz ins Ziel kommt, wird er sich da immer drüber ärgern, dass er da nicht mehr Punkte hat einfahren können. So rächt sich das dann alles immer mal. Und ja, hier reicht meistens ein kleiner Fehler, der einen eben schon direkt aus dem ganzen Geschehen herausreißen kann. So, wohin geht's für Robert Gerke? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 1:37, aber das reicht nicht. Also verfehlt er seine persönliche Bestzeit auch deutlich und hat aber jetzt noch 2 Versuche im Endeffekt übrig. Vielleicht kann er auch noch einen dritten draus machen. Franz Hückstedt auf der 9. Das wäre wieder so eine Position, die er, glaube ich, auch im Rennen im Zweifelsfall dankend entgegennehmen würde, denn dann wäre das die erste Startreihe für den zweiten Durchgang und er hat schon mal bewiesen, dass er sich dann vorne auch ganz gut halten kann. In Suzuka war es dann allerdings auch so, dass er generell im vorderen Bereich des Feldes durchaus etwas für Ärger sorgen konnte. Mal schauen, wie das heute wieder laufen wird. Denn ich denke, Suzuka war bisher in dieser Saison mit diesem Fahrzeug die spannendste und unterhaltsamste Darbietung, die wir gesehen haben. Denn da ging es ja richtig ordentlich zur Sache und das erhoffen wir uns für heute Abend natürlich auch wieder. Was ist denn jetzt hier so weiterhin passiert? Ja, nichts mehr. Da tut sich im Moment gar nichts. Fettgenäuer auf der 10. Tut sich auch ein bisschen schwer. Oswald auf der 11 weiterhin. Rehlinger auf der 12. Position. Rumpelt hier auch wieder ordentlich über die Curbs drüber. Und Jan Sinkowski hat sich wieder vorgearbeitet, ist vorbei an Michael Engel wieder auf den 5. Platz. Also die beiden, ja, tauschen immer wieder mal die Position. Ganz vorne scheint es aber im Moment nicht zu reichen und ja, momentan auch Nils Sinkowski schneller als Jan Sinkowski. Da merkt man dann vielleicht doch auch den Unterschied an dem vielen Fahren, das die beiden praktizieren. Wie gesagt, Jan Sinkowski hat sich im Endeffekt jetzt schon ein bisschen ausklinken müssen. Und ist jetzt zwar wieder dabei, aber eben das erste Rennen für ihn hier in dieser Gruppe mit dem Star Mazda. Und greift da vielleicht auch auf Setup- und Technikkniffe von seinem Bruder zurück. Also mal ein umgekehrtes Bild. Wir haben es in der Vergangenheit immer so gesehen, dass Jan eigentlich etwas schneller war als Nils. Diese Saison ist es etwas anders. Den einen wird es freuen, dem anderen weniger. Schauen wir mal, ob er sich noch weiter verbessern kann, aber wir sehen, die Zeit passt natürlich nicht, weil er eben nochmal langsam gemacht hat. Und ich glaube, Nils Sinkowski hat auch langsam gemacht, genauso ist es. Die machen also jetzt vielleicht ihren allerletzten Versuch. Wo ist Michael Engel auf der 6? Der probiert es auch ein letztes Mal.
Ja, Daniel Türk muss sich keine großen Sorgen mehr machen, hat seinen Teamkollegen Tobias Soltau hinter sich. Ob der nochmal Interesse haben wird, da überhaupt ihn anzugreifen, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber die beiden haben sich jedoch schon einen respektablen Vorsprung gegenüber den Verfolgern erarbeitet. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt da keine nennenswerten Veränderungen mehr sehen werden. Interessanter wird es vielleicht dann doch mit dem Blick nochmal auf Nils Jankowski, der versuchen wird, Daniel Ziegler einzufangen. Genau 1,5 Zehntel Rückstand hat der, das ist also noch nicht so nennenswert. Und er muss vor allem auch gucken, sein Bruder hat sich relativ nah rangearbeitet. Das kann also genauso gut passieren, dass ihm Jan Sankowski da vielleicht noch die vierte Startposition abluchst und altbekannte Zustände wiederherstellt. Das Ganze wird abgewunken. Qualifying ist jetzt also durch. Da wird auch nichts mehr versucht. Da gehen die Fahrer an die Box. Wir werden also, denke ich mal, keine Platzveränderungen mehr sehen. Vielleicht kommt noch jemand gleich mal über die Linie drüber, der das dann doch noch versuchen wird. Ja, das ist aber alles ziemlich weit. Kräling in die Box gefahren. Ferreira. Na, der kommt jetzt auf die letzte Schikane zu. Aber ich denke auch, der wird den Wagen abstellen. Genau so ist es. Also, da werden wir nichts mehr sehen in der Richtung. Und dann können wir in diesen letzten Sekunden uns also nochmal die Übersicht hier anschauen. Daniel Türk holt sich also hier die Pole Position fürs erste Rennen. Tobias Soltau, sein Teamkollege, wird neben ihm aus der ersten Startreihe starten. Daniel Ziegler wird Dritter. Von der 4 wird Michael Engel losfahren. Fünfte Startposition für Nils Jankowski, sein Bruder und Teamkollege Jan Jankowski daneben auf der 6. Marc Brücker startet von 7. Franz Hückstedt hat sich da noch reingearbeitet. Also auf den letzten Moment haben wir doch nochmal einen Platztausch. Franz Hückstedt drängt die Fahrer vor ihm noch ein bisschen zurück, geht auf die 8 vor, damit Robert Gerke auf der 9 und Marc Fettgenheuer auf der 10. Ein kleiner Platztausch noch zum Schluss. Und dahinter die restlichen Fahrer, ja, Sven Ullmann. Jetzt wird das Ganze schon durchgemixt hier, bevor es gleich zum Start kommt. Da wollen wir jetzt mal drauf verzichten und uns logischerweise dem Renngeschehen widmen. Und es gilt abzuwarten, wann Daniel Türk in die Startaufstellung gehen wird. Oh, die Fahrer lassen sich erstaunlich viel Zeit. Fehlen uns noch einige. Daniel Türk, Jochen Friedrich, Franz Hückstedt, Michael Engel, Tobias Soltau, die haben den Wagen immer noch in der Garage stehen. Daniel Ziegler, der steht auf der dritten Position. Jetzt sind sie aber so gut wie alle da. Hückstedt und Friedrich fehlen uns noch. Ein paar Sekunden haben sie noch, sollten sich allmählich beeilen. Hückstedt jetzt auch in die Aufstellung gekommen. Fehlt uns noch Jochen Friedrich. Na, Jochen, vergiss das Rennen nicht. Es wird eng. Ja, da ist er. Also er hat uns noch gehört im letzten Moment. Und ja, die Fahrer wissen Bescheid. Die Ampel werden angeschaltet und das erste Rennen heute Abend, 20 Minuten hier in Montreal. Es ist gestartet. Die Fahrer setzen sich in Bewegung und hinten zieht Friedrich gleich mal in die Mitte. Da zieht
Engel zieht ebenfalls in die Mitte rein. Türk bleibt gleich vorne. Da gibt es außenrum den Versuch von Soltau, sich Daniel Ziegler zu erwehren. Und Ziegler geht direkt vorbei. Und daneben haben wir dann noch direkt Nils Senkoski, der es gegen Soltau auch eben versucht. Also Soltau nicht optimal weggekommen. Michael Engel auf der anderen Position dahinter. Aber der steckt zurück. Der geht das Risiko nicht ein. Dahinter wird es richtig eng. Jan Senkoski kann den Wagen noch anhalten. Und Mann, Rucker, Mannstab, Franzus, der nicht schwer, was den Angriff angeht. Die beiden direkt hier im engsten Duell. Und auch dahinter wird es richtig knapp und Jochen Friedrich bis auf die 12 nach vorne gekommen und Sven Ullmann hat so ein bisschen zurückgeworfen. Irgendwas ist bei Sven Ullmann passiert. Kann ich jetzt leider schlecht sagen, wo der gelandet ist. Ist das Auto noch in Ordnung? Oh, da ist alles krumm. Sven Ullmann ist so gut wie raus aus diesem ersten Rennen. Ist das bitter? Kriegen wir das noch angezeigt? Da kommt er gerade aus der Kurve zurück, also da kommt das Ganze her. Er ist in die Mauer geflogen. Ja, die Frage ist, ob es eigenverschuldet war oder ob er jetzt einen Rempler abbekommen hat. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ein Mauereinschlag ist letzten Endes gewesen. Wollen wir jetzt hier im ganzen Geschehen nicht weiter thematisieren. Wir gehen zu Ziegler und Soltau, die jetzt um die zweite Position kämpfen. Also Soltau kam nicht optimal weg und in der ersten Kurve hat da Ziegler gleich die Innenbahn ausgenutzt. Jetzt geht es da nebeneinander in die Schikane rein und ja gut, Soltau hält sich zurück. Ja, der weiß, wir sind in den allerersten 2 Minuten dieses Rennens, allererste Runde. Da fährt man sich vielleicht nicht gleich zu eng ins Auto. Engel hinten dran schaut sich jetzt das ganze Geschehen an, denn da kommt Nils Senkoski, der es da mal kurz versuchen will. Und Jan Senkoski im Schlepptau. Es wird richtig, richtig eng hier zwischen den Jungs. Und jetzt hat Soltau eventuell die Chance. Er ist auf der besseren Linie, wäre gleich auf der Innenbahn in die Schikane hinein, käme dann aber wieder nach außen. Und die versuchen es beide zusammen dadurch. Zwingt da Ziegler mal langsam zu machen. Und Soltau mit einem astreinen Überholmanöver vorbei an Daniel Ziegler stellt die alte Rangordnung da vorne wieder her. Starkes Manöver von ihm, muss man sagen. War richtig gut gemacht. Und Jan Senkoski geht an Michael Engel. Geht er vorbei oder geht er nicht vorbei? Ich glaube, es reicht nicht ganz. Doch, es reicht. Also Engel fällt zurück auf die 6. Position hinter Jan Senkoski. Und hat Marc Bröker jetzt hinten dran. Franz Hückstedt, Robert Gerke, Bernd Oswald. Das die Top 10 im Moment. Marc Fettgeneuer ist auf die 11 zurückgefallen. Und Jochen Friedrich auf die 12 nach vorne. Also der muss sich da interessant durchgearbeitet haben. Denn da sehen wir, Robert Gerke zieht mal kurz raus gegen Franz Hückstedt, aber lässt es dann doch bleiben. Das wäre auch ein bisschen optimistisch gewesen, da in der Herpin so reinzufahren. Da sehen wir sie einmal, diese wunderschöne Schlange, wie sie alle hintereinander herfahren. Und mal sehen, wenn es jetzt hier gleich auf dem, wenn es hier mal beim Windschattenduell richtig zur Sache geht. Daniel Ziegler an den beiden Simson Pro Racing Piloten immer noch nah dran, aber es reicht dann doch nicht um Nils und Jan Senkoski beieinander. Die werden sich jetzt logischerweise zumindest ein bisschen mal absprechen, wie man da verfahren wird. Michael Engel zieht aus dem Windschatten raus, guckt sich anscheinend mal so ein bisschen da an, wo es lang geht. Kann hier auf jeden Fall Druck aufbauen, Marc Bröker hinten dran und dann kommt der erste große Abriss hin zu Robert Gerke, denn der ist, glaube ich, mit Franz Hückstedt kollidiert, während wir da gerade noch geschaut haben. Oh, was ist da passiert? Ja, da sind wir noch in der richtigen Perspektive, das schauen wir uns jetzt an. Also unten das schwarze Fahrzeug, Robert Gerke und vor ihm der blaue Wagen. Das ist Franz Hückstedt, dann haben wir Marc Bröker. Marc Bröker, der schließt jetzt momentan dieses Feld ab und da muss gleich irgendwas passiert sein. Und jetzt hoffe ich doch, dass nicht Gerke da schon wieder mit jemandem zusammengestoßen ist. Ja, Hückstedt und Gerke kürzt da heftig ab. Oh, und da kommt Hückstedt zurück. Das war aber sehr, sehr... Oh, das war jetzt ganz, ganz ungünstig gewesen. Da hat Gerke für sich eine optimale Linie gesehen. Allerdings war das, ja, da ist natürlich noch jemand mitgefahren. Und dadurch, dass Hückstedt eine andere Linie gewählt hat, ist er ja steiler in diese Kurve hineingefahren. Ist dadurch ein bisschen reingeraten und ja, ist mit Gerke kollidiert. Gerke hat jetzt noch gehofft, hier mit dem ramponierten Wagen weiterfahren zu können. Wir sehen ganz genau, das ist nicht möglich. Hat die Herpin gar nicht mehr komplett fahren können. Und das heißt für Gerke, das wird ein Boxen. Das wird ein Aufsuchen des Boxenplatzes und das nach 5 Minuten in diesem Rennen.
Oh, da bin ich gespannt, was sich da dann in den nächsten Tagen die Rennkommission zu ausdenken wird. Ja, wobei, ja, Gerke scheint jetzt zu versuchen, trotz der Probleme da mitzuhalten. Und Türk wird von Soltau überholt. Ja, was ist denn da los? Die Teamkollegen tauschen die Plätze. Türk, der so stark unterwegs war, hier momentan offenbar in Schwierigkeiten. Da ist Ziegler auch noch mit dran. Was ist denn da passiert? Daniel Türk, da haben wir ihn. Soltau hinten dran. Und Soltau zieht raus. Es geht in die erste Kurve gleich hinein. Da ist aber noch keinerlei Situation zu erkennen. Oh, und anscheinend Türk entweder verbremst oder er hat den Teamkollegen freiwillig vorbeigelassen. Das sei jetzt mal dahingestellt, was es gewesen ist. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Sah ein bisschen so aus, als wäre das eine freiwillige Entscheidung gewesen. Möglicherweise bei Türk, er verliert auch direkt ein bisschen an Boden. Also vielleicht ist der mittendrin mal kurz angeschlagen. Wir haben das nicht im Bild gehabt. Das wäre jetzt eine Theorie für mich. Wir schauen mal in die Cockpit-Perspektive rein. Da sieht man immer ganz gut, wenn es geradeaus geht, ob das Lenkrad auch noch gerade steht. Oder ob der da ein bisschen korrigieren muss. Aber das sieht für mich noch nicht so aus. Da ist also soweit noch alles in Ordnung für ihn. Daniel Türk jedenfalls auf die 2 zurück. Daniel Ziegler hinten dran. Und dann haben wir Nils Sinkowski. Der ärgste Meisterschaftsverfolger von Daniel Türk auf der 4. Position. Und momentan wird dieses Paket von 7 Fahrern von Marc Bröker komplettiert. Allerdings muss der schauen, dass er da noch irgendwie dranbleiben kann, während Jan Sankowski die schnellste Runde fährt. Hat also am meisten offenbar vom Windschatten vor allem profitieren können. Wir haben Michael Engel und Marc Brücker. Die haben so ein bisschen Probleme, da dran zu bleiben. Ich glaube auch, die bremsen einfach etwas früher, weil man bei so einem Paket vor sich natürlich nie genau weiß, wenn da jetzt was nicht ganz sauber läuft, dann rausche ich da im schlimmsten Fall noch rein. Allerdings andererseits, diese Zurückhaltung, die kann sich dann auch im Zweifelsfall rächen. Da muss man immer so den Mittelweg finden, nicht zu aggressiv da reinzugehen, aber gleichzeitig natürlich zu versuchen, den Boden zu bewahren, also dran zu bleiben. Wir schauen mal jetzt kurz in das Paket dahinter rein, nachdem wir hier diese Kombination kurz gesehen haben. Da ist jetzt keine direkte Attacke zu sehen. Marc Vetgenheuer einsam und alleine unterwegs auf der 8. Position. Jochen Friedrich auf die 9 nach vorne. Wer hätte das gedacht? Er ist vom letzten Platz losgefahren. Oder kann man sagen, der macht da weiter, wo er bisher immer aufgehört hat. Arbeitet sich da immer ganz gut durch. Stefan Krehling auf der 10. Bernd Oswald 11. Die haben so ihre Position ungefähr behalten. Robert Gerke, da sieht man das. Der kriegt den Wagen kaum noch rum. Schleppt hier irgendwie diesen krummen Mazda noch über die Strecke. Claudio Ferreira, ja, was da passiert ist, dass es den jetzt auch so weit zurückgeworfen hat, darüber kann ich leider nur mutmaßen. Und Franz Hückstedt und Sven Ullmann, das Thema hat man gesehen. Die beiden stehen natürlich mit Schäden jetzt leider in der Box. Wir gehen zurück zum Kampf hier, ja, in der Spitzengruppe. Soltau kann sich tatsächlich absetzen. Also kommt mit dem Fahrzeug hier tatsächlich etwas besser zurecht, zumindest im Renntrim als sein Teamkollege. Und könnte da vielleicht Tobias Soltau die Siegesserie von Daniel Türk brechen. Im Moment sieht es ganz so aus, als würde das tatsächlich möglich sein. Jan Sankowski auf der 5 baut sich den Trubel da vor sich an. Kann zwar mithalten, aber man sieht, im Moment sieht da nichts so aus, als würde er einen Angriff setzen wollen, geschweige denn, ja, besser gesagt, als würde er einen Angriff setzen können. Das klappt im Moment einfach nicht.
Das Ganze ist hier natürlich auch eine Fahrerriege. Da muss man dann schon lange kämpfen, um hier wirklich eine Position rausfahren zu können. Und Ziegler macht auch Druck auf Türk. Also ich habe das Gefühl, dass bei Türk irgendwas nicht ganz rund läuft. Im Qualifying so deutlich schneller gewesen und jetzt hier im Rennen doch so das Ganze problematisch. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der so den klassischen Fauxpas gemacht hat und vor dem Rennbeginn nochmal drei Klicks am Setup gemacht hat. Das ist ja so eine berühmte Geschichte, die ganz selten funktioniert. Da denkt man sich nach dem Qualifying, wenn ich jetzt hier noch umgestellt hätte, könnte ich noch ein bisschen schneller, und dann macht man das vor dem Rennen und dann geht es ins Rennen rein und das Auto fährt sonst wohin, nur nicht mehr dahin, wo man hin will. Da wird, glaube ich, fast jeder Simracer schon mal was zu sagen können, dem das auch mal passiert ist. Nur Daniel Türk dürfte die Erfahrung längst gemacht haben. Deswegen, ja, Mutmaßung von mir, der ist vielleicht tatsächlich irgendwann mal ganz leicht so lang geschrammt. Man muss jetzt gucken, dass er mit einem, wenn auch nur leicht ramponierten Auto, gucken muss, dass er irgendwie dran bleibt. Klingt sich da in den Windschatten seines Teamkollegen. Mal schauen. Blick wieder zurück. Fettgeneuer weiterhin alleine. Die Lücken sind größer geworden. Friedrich auf der 9 kann Kräling und Oswald hinter sich halten. Claudio Ferreira einsam und alleine. Und ja, Robert Gerke hat es jetzt also auch aufgegeben, hat festgestellt, mit dem Auto komme ich nicht mehr weit. Und damit beide Wobspeed Fanatec Racing Fahrzeuge frühzeitig hier in der Box. Ist das bitter. Das wird eine absolute Nullnummer für die Jungs. So, und da muss sich Ziegler gegen Nielsenkowski verteidigen. Also Daniel Türk kann ein bisschen durchschnaufen, dass die beiden hinter ihm sich jetzt in die Quere kommen. Klar, Senkowski versucht so nah dran zu bleiben an Türk wie möglich, um mit der Hoffnung vielleicht sogar vorbeigehen zu können, denn das ist der einzige, ja, echte Verfolger immer noch hier in der Meisterschaft Richtung Daniel Türk. Michael Engel kann sich da noch Hoffnung machen auf der 6 im Moment, der müsste aber doch dann versuchen, da was weiter vorzukommen, und danach schaut es aktuell nicht aus. Da sieht man die Wirkung des Windschattens, aber die reicht hier noch nicht aus. Da müsste Nielsenkowski näher an Daniel Ziegler dran sein. Dann doch ein paar Wagenlängen zu viel. In Bathurst hätte das funktionieren können, da sind die Geraden etwas länger. Da hat man dann, ja, man muss sagen, ein paar Kilometer Strecke, um den Windschatten aufzubauen. Das wird hier dann für die Fahrer nichts. Da greift das nur auf den letzten Metern noch etwas. Jansenkowski muss etwas federn lassen. Kommt da seinem Bruder jetzt nicht mehr hinterher und gerät unter Druck von Michael Engel. Also könnte sich der Österreicher dort wieder dazwischen schieben. Wie er es vorhin schon mal kurz geschafft hatte. Das Duell ist enger geworden weiter hinten, da wollen wir mal hinschalten, nämlich Jochen Friedrich hat jetzt doch etwas am Boden verloren und da kommen Kräling und Oswald beide von hinten angeflogen. Kräling jetzt dabei, sich gegen Oswald zu erwehren. Und bleibt zunächst mal auf der 10. Position. Und das ist ja jetzt eine ganz entscheidende Geschichte zwischen den Jungs. Wer auf der 10. Position ins Ziel kommt, der landet in der ersten Startreihe. Genauer genommen sogar auf der ersten Startposition im Rennen. Ja, und wer auf 11 landet, der landet auf der 11. Startposition. Und da kommt der Platztausch. Oswald geht vorbei. Da hat Oswald sehr, sehr spät gebremst. Und
Ja, es sah so aus, als hätte Greling da zur Sicherheit mal die Tür aufgemacht, wollte das dann nicht riskieren, dass da eventuell Oswald quer durchgeflogen kommt und ihm ins Auto kracht. Das hat die Sache jetzt logischerweise einfach gemacht, während Türk die neue schnellste Runde fährt. Ja, ich nehme es zurück. Also wirklich was kaputt scheint da nicht zu sein, sonst würde er nicht so schnell fahren können. Der Grund, warum er jetzt Soltau ziehen lässt, ist vielleicht der, dass Soltau einfach schneller ist. Wäre wahrscheinlich sogar die plausiblere Erklärung, dass sein Teamkollege hier im Rennen möglicherweise einfach ein bisschen stärker auftreten kann. Gehen wir zurück zur Spitze, denn Ziegler ist dran an Türk. Ein wohlvertrautes Bild in dieser Saison. Die beiden haben sich schon oft genug geprügelt. Und bisher lief das auch immer alles sehr, sehr sauber ab. Jetzt eventuell die Chance für Ziegler. Türk geht schon auf die Innenbahn. Die beiden nebeneinander. Na, das ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Jetzt wird Ziegler vielleicht versuchen, es mit der besseren Linie. Na, nee, das klappt ja an der Stelle gar nicht. Und die Geschichte bringt die Fahrer hinter den beiden wieder etwas näher ran. Aber die Uhr tickt runter. Etwas mehr als 3 Minuten noch. Und das heißt, ja, wenn wir mal gucken, wo Tobias Soltau ist. Die Zeit ist da schon rum, ich kann es gerade nicht genau sagen. Der enteilt dem Feld jetzt logischerweise ganz klar. Ich schätze mal, 2 Runden werden wir noch sehen. Nach dieser hier und dann ist die Sache schon durch. Dann ist das erste Rennen hier gleich vorbei. Ja, erstaunlicherweise in Suzuka haben wir viele Angriffe gesehen gehabt, obwohl die Strecke relativ schmal ist. Hier haben wir so eine Perlenkette, die hintereinander herfährt. Ohne dass es wirklich nennenswerte Angriffe gibt. Das wird sich hoffentlich im zweiten Rennen dann ein bisschen ändern, wenn man da mehr taktieren kann. Blick zurück, denn es geht hier weiter ordentlich zur Sache beim Kampf um die erste Startreihe fürs zweite Rennen. Jochen Friedrich weiterhin auf der 9. Einen vorbeizulassen wäre für ihn nicht das Problem, dann stünde er noch etwas weiter vorne. Allerdings, wenn der Kräling auch noch vorbeigehen kann, dann hat er ein Problem. Aber Friedrich geht auf Verteidigungsposition, auf die Innenbahn. Oh, und das bringt Kräling eventuell wieder vorbei. Oh, da gab es eine leichte Berührung. Ich glaube, da hat Oswald nicht gesehen, dass Kräling sich da schon so klar neben ihn positionieren konnte. Das war jetzt etwas unglücklich. Und verhindert dadurch, dass er die wichtige 10. Position hier im Rennen verliert. Aber da hätte Stefan Kräling beinahe zugeschnappt. Ich glaube, da ist jetzt allerdings tatsächlich was kaputt gegangen. Der kleine Rempler hat vielleicht schon gereicht. Ja, sieht das so aus, müsste er korrigieren. Oh nee, das ist aber noch alles im grünen Bereich. Also so heftig wird der Fahrwerkschaden nicht sein. Allerdings Kräling lässt das Ganze jetzt hier schleifen. Für den ist die Sache durch. Er kann sich Zeit lassen. Oh, und es ist noch was kaputt gegangen. Ich habe es geahnt. Der wird jetzt langsam fahren und wird gucken, dass er irgendwie noch vor Claudio Ferreira ins Ziel kommt. Diese Runde und noch eine sind es. Die Lücke schrumpft natürlich jetzt gewaltig, aber... Ja, ist das ärgerlich. Zurück zur Spitze. Wo aber ganz offensichtlich jetzt nicht mehr allzu viel passieren wird. Da muss dann schon ein ordentlicher Schnitzer her bei einem der Fahrer, damit nochmal jemand angreifen kann. Und deswegen schalten wir zu dem Kampf hier, nämlich Bernd Oswald jetzt vorbei an Jochen Friedrich. Das kann Jochen Friedrich relativ egal sein, denn von hinten droht keine Gefahr mehr.
Oswald auf die 9 nach vorne und Kräling verliert gewaltig an Boden. Oh, ist das bitter. Vor allem, weil Soltau noch eine Runde fahren muss. Und das bedeutet für Kräling, dass er ebenfalls noch eine fahren muss. Und der wird die Position an Claudio Ferreira höchstwahrscheinlich noch verlieren. Das hätte sich der Pilot der südlichen Allianz, glaube ich, auch nicht mehr ausgerechnet, dass er hier zumindest von der 12 noch auf die 11 nach vorne kommen könnte. Wenn wir jetzt mal hinschauen, wo befindet sich Tobias Soltau? Einen Moment ist es noch. Kommt jetzt zur Spitzkehre. Die letzten Meter für ihn sind angebrochen. Einmal über die Virage, die Casino. Den wird jetzt keiner mehr einholen können. Und damit, ja, geht Tobias Soltau hier aus diesem ersten Rennen als Sieger hervor und schlägt damit auch seinen Teamkollegen Bricht die Siegesserie von Daniel Türk, der Zweiter wird, vor Daniel Ziegler. Vierte Position geht an Nils Senkoski vor seinem Bruder Jan Senkoski. Michael Engel auf der 6, Marc Brücker auf der 7, kommt jetzt über die Linie drüber. Marc Fettgeneuer, der jetzt ja, fast noch von Bernd Oswald eingeholt wurde. Das ist auch erstaunlich. Fettgenäuer möglicherweise auch irgendwo nochmal angeeckt. Da sieht man das, wie Oswald ganz schnell rankommt. Aber das wird nicht mehr reichen. Fettgenäuer auf der 8. Position kommt in diesem Moment über die Linie. Bernd Oswald wird 9. Jochen Friedrich rettet die 10. Position und wird damit von der Pole ins zweite Rennen gehen. Claudio Ferreira auf der glücklichen 11. Position, nachdem sich da Stefan Kräling durch die leichte Kollision mit Bernd Oswald ja leider noch zurückfallen lassen musste. Und da kommt er über die Linie drüber und der letzte Fahrer, der uns hier noch fehlt, ist also Stefan Kräling. Wir gucken mal, Robert Gerke, der ist überrundet, der kommt vorher drüber. Und wo ist Franz Hückstedt? Der ist, glaube ich, jetzt gerade über die Linie gegangen. Robert Gerke auf der 13. Position profitiert natürlich davon, dass heute Abend etwas weniger Fahrer am Start sind. Und Kräling geht an die Box. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt schon über die Linie war. Oder hat er sich tatsächlich noch außerhalb der Kameras überrunden lassen? Wir wissen es nicht. Können wir jetzt nur mutmaßen. Auf jeden Fall. Hier also das Ergebnis nochmal dieses ersten Rennens des heutigen Abends. Tobias Soltau auf der gewinnt das Rennen vor Türk. Ziegler wird 3. Nils Senkoski auf 4. Jan Senkoski 5. Michael Engel auf der 6. Auf der 7. Marc Bröker. 8. Position für Marc Fettgenäuer. Auf der 9 kommt Bernd Oswald ins Ziel. Und Jochen Friedrich, der tatsächlich hier als Highest Climber verzeichnet wird, mit 5 Plätzen nach vorne auf die 10. Position. Und auf dem 2. Tableau haben wir also Claudio Ferreira mit der 11. Stefan Kräling auf der 12. Position. Robert Gerke wird nach dem frühen Unfall mit Franz Hückstedt 13. eben genannter auf der 14. Und Sven Ullmann nach dem Unfall, ich glaube es war die 4. oder 5. Kurve, ob er da berührt wurde oder ob er selber rausgerutscht ist, das wissen wir nicht genau. Wenn wir hier unten noch sehen, wie Claudio Ferreira in die Box gerollt kommt. Das war dieser erste Durchgang für heute Abend. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich mit dem Start zum zweiten Rennen für Sie zurück. Four forward, drift into the right level.
User joined your channel. So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir wieder zurück. Mit den paar Minuten Warm-up vor dem zweiten Rennen des heutigen Abends. Ich hoffe, Sie sind dran geblieben, denn jetzt kommt gleich noch ein Einstundenrennen hinterher. Satte 60 Minuten und die Fahrer werden auf jeden Fall an die Box gehen müssen zum Tanken. Je nachdem, wie der eine oder andere mit seinen Reifen umgeht, vielleicht sogar wechseln. Ja, die Fahrer ganz vorne, können wir von ausgehen, die werden wahrscheinlich ohne Reifenwechsel durchfahren. Ansonsten, ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Startaufstellung, ich habe es vorhin schon mal thematisiert. Also Jochen Friedrich wird von der Pole Position losfahren. Neben
Ihm wird Boswald starten und dann von hinten, von der 10. Position eben der Sieger von eben, nämlich Tobias Soltau. Daniel Türk, sein Teamkollege neben ihm. In der Startreihe davor haben wir dann Nils Senkowski und Daniel Ziegler. So rum wird das Ganze also laufen. Marc Brücker mit seiner 7. Position, der wird also aus der 2. Reihe losfahren. Hat da auch eine relativ gute Ausgangssituation. Mal sehen, was da jetzt noch alles bei rauskommen wird. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Davon können wir ausgehen. Denn am Anfang schiebt es sich dann doch zwischen den, wenn teilweise auch nur minimal langsameren vorne und den schnelleren dahinter etwas zusammen. Es bleibt dann immer die Hoffnung, dass es nicht zum Unfall kommt. Denn wir haben gesehen, ganz leichte Berührung reicht und das Ganze funktioniert schon alles überhaupt nicht mehr. Ich habe eben noch mal kurz mit Sven Ullmann gesprochen, also der hat da ein Ausweichmanöver fahren müssen. Wäre also beinahe Jochen Friedrich hinten drauf gefahren. Hat die Lenkung aufreißen müssen, hat dann irgendwie alles nicht mehr ganz richtig erwischt und ist deswegen in die Wand gerutscht. Das war dann auch gar nicht so schlimm. Das Auto fuhr noch einigermaßen, aber auf der langen Geraden ist dann plötzlich irgendwas noch weggeknickt und ist auf der langen Geraden einfach unkontrolliert in die Wand gekracht und dann war das Rennen für ihn dann vorbei. Das also kurz noch als Gesamterklärung, was es nun gewesen ist, Sven Ullmann da in die Box befördert hat. Bernd Oswald. Und Ullmann fährt eine neue schnellste Runde. Und da gerade Stefan Kräling aus der Box kommt. Jetzt logischerweise für das Rennen aber alles nicht besonders aussagekräftig. Die Fahrer stellen sich jetzt darauf ein, dass da ja eventuell der Heckflügel ein bisschen höher gestellt ist aufgrund des Reifenverbrauchs, damit das Ganze in geordneten Verhältnissen bleibt, als natürlich auch mit dem zusätzlichen Sprit, der den Wagen etwas schwerer macht. Das ist jetzt das Entscheidende, was man da noch macht. Ich glaube, das war Robert Gerke, das war Sven Ullmann, der da aber weit da hinten rausgeschossen kam. Man hat auf die Entfernung nicht die Helmfarbe sehen. Bei Sven Ullmann ist da ein roter Streifen am Helm, bei Robert Gerke ein gelber. War für mich gerade mal nicht ganz so gut zu erkennen. Ullmann im Moment auch der Einzige mit einer schnellen Runde überhaupt. Da wird nochmal die Pisteneinfahrt ein bisschen getestet, damit man da im Rennen nicht zu viel Zeit verliert. Vorne sehen wir den Wagen von Tobias Soltau wegfahren, der sich jetzt also darauf einstellen muss, von Position 10 loszufahren. Halbe Minute noch, dieses Warm-up dann gestoppt wird und Jan Senkowski nochmal mit einer schnellsten Runde. Da kommt nochmal ein bisschen ja, die Übung mit Kupplung und Gaspedal, dass man da vernünftig wegkommt am Start.
Michael Engel setzt gleich nochmal eine weitere schnelle Runde nach. Während Ullmann den Wagen jetzt in die Box stellt. Ja, die Augen werden vor allem erstmal auf Jochen Friedrich gerichtet sein, wenn der von der Pole losfährt. Vor allem, wie wird der wegkommen? Vorhin kam er ziemlich gut davon. Hat da rasch in die Mitte gezogen, hat Plätze gut machen können. Mal sehen, ob ihm das jetzt auch vorne wieder gelingen wird. Der Knackpunkt ist da logischerweise auch immer, dass man natürlich nervlich ein bisschen unter Druck steht. Also da von ganz hinten loszufahren, da denkt man sich, naja, bin nichts zu verlieren, wenn die Räder durchdrehen, ja mein Gott, hinter mir ist ja sowieso keiner, das sieht jetzt komplett anders aus, der muss sich jetzt sagen, Räder durchdrehen, habe ich ein ganzes Feld hinter mir, wird also wesentlich gefährlicher das Ganze und jetzt hoffe ich, dass die Jungs sich auch mal in die Startaufstellung begeben. Bernd Oswald ist schon da, die meisten anderen auch. Oswald, der von der 2 ins Rennen geht. Wo bleibt Friedrich? Wird das wieder in den letzten 3 Sekunden versuchen? Bin gespannt. Er versucht es gar nicht. Also Jochen Friedrich startet aus der Box und damit Bernd Oswald an der Spitze. Und das Rennen ist gestartet. Es geht los. Wer kommt da am besten weg? Also, da zieht gleich mal der Teamkollege von Oswald, nämlich Michael Engel, mal in die Mitte rein. Versucht da sofort sein Glück. Und da wird es gleich mal richtig eng zwischen Jan Sankowski und Michael Engel. Dahinter aber Daniel Ziegler, der gleich mit einem Raketenstart versucht, dort vorbeizugehen. Geht schon auf die 6 nach vorne und hat sich an Nils Sankowski vorbeiarbeiten können. Aber davor haben wir Engel gegen Jan Sankowski und Engel steckt zurück. Hat er auf der Außenbahn in die Kurve keine Chance und das bremst ihn richtig stark ein. Jetzt hat er Ziegler hinten dran und muss aufpassen. Dahinter war Daniel Türk auf der 8 hinter Nils Sankowski. Also vor allem guter Start für Ziegler. Der ist da gut weggekommen, genauso wie Jan Sankowski. Der hat ebenfalls einen richtig guten Start erwischt und sie sortieren sich aber direkt ein und es ist im Feld dahinter nichts passiert. Also wir haben noch alle auf der Strecke und im Moment habe ich hier ein bisschen Bildsteher, deswegen hoffe ich, dass das hier jetzt bei Ihnen nicht so ist. Marc Brücker im Kampf direkt mit Marc Vetgenheuer. Vetgenheuer bremst sich da jetzt vorbei und ja, beziehungsweise er bleibt auf der 2. Position und kann Marc Brücker hinter sich halten, das bringt auch Jan Sankowski mal ein bisschen in die Bredouille dahinter und Michael Engel auf der 5 noch mit hinten dran. Da kommen sie alle auch gleich zugeschossen und ich glaube Brücker ist an Vetgenheuer jetzt aus dem Windschatten heraus das Ganze gut gemacht. Da versucht es Engel nochmal, Engel bremst da sehr, sehr spät. Bleibt aber auf der 5. Position. Und Brücker zieht hier gleich mal richtig ordentlich weg. Der wird jetzt versuchen, Bernd Oswald da vorne einzufangen. Dann ist Ziegler gegen Engel versucht. Oh, da gibt es die Berührung. Ziegler kollidiert mit Engel. Oh, 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 das müssen wir uns gleich mal in der Wiederholung anschauen. Aber erstmal noch gucken, was jetzt dahinter gerade passiert. Eieieiei. Was machen die Jungs dahinter? Wie auch immer, wir schauen uns das an. Also hier sind wir jetzt in der Perspektive. Michael Engel und Ziegler dahinter. Da sind wir aber noch auf dem Weg zur letzten Schikane. Da sieht man das, er muss da mal ein bisschen mehr von der Bremse, zieht dann vor Ziegler wieder rein. Das ist noch alles ungefährlich. Und jetzt geht es auf die Startzielgerade raus. Und da hat es dann Ziegler auf der Außenbahn versucht, aus dem Windschatten heraus. Das schwarz-grüne Auto, das ist Ziegler. Und jetzt geht es da in die Kurve rein. Und Ziegler ist daneben und da zieht Engel rein und es gibt die Berührung. Na, da hat Engel dann offenbar das ein bisschen falsch eingeschätzt, was da neben ihm so los ist. Und das hat jetzt dazu geführt, ich fürchte einfach mal für Ziegler, dass das hier jetzt schon eine entscheidende Geschichte war. Während Claudio Ferreira und Jochen Friedrich in der Box sind.
Jochen Friedrich, klar, der ist aus der Box gestartet, Verzeihung. Aber Claudio Ferreira, was macht der denn in der Box? Das ist definitiv nicht Arndt und auch Jochen Friedrich steht drin. Ja, da werden wir jetzt nicht mehr drauf zurückgreifen können, was da genau geschehen ist, während Marc Brücker die schnellste Rennrunde fährt, was jetzt nicht so ganz überraschend kommt. Wo ist denn jetzt Ziegler? Daniel Ziegler auf dem 6. Platz und die Berührung scheint tatsächlich noch nicht so schlimm gewesen zu sein zwischen ihm und Michael Engel, dass es da kein Problem gegeben hätte oder dass das Fahrzeug sich nicht mehr richtig fahren lässt. Viel, viel Glück im Unglück gehabt. Da wird es sicher noch mal eine kleine Diskussion geben. Ja, einfach Engel hat da an der Stelle mit dem Angriff nicht gerechnet. Und deswegen hat es die Berührung gegeben. Das wird sich im Nachhinein die Rennkommission natürlich noch mal ganz genau anschauen. Ja, ich lese gerade im Chat, was hier auch schon der Fall ist, während Ziegler da den Angriff setzt. Und wo ist der hingeflogen? Ziegler ist in die Wand geknallt. Daniel Ziegler mit katastrophalem Unfall. Und der bricht jetzt hier, beziehungsweise er bricht es nicht ab, aber er muss an die Box. Und das schauen wir uns an. Also, die Perspektive haben wir hier, wie wir sie brauchen. Ein bisschen in Zeitlupe. Da sehen wir den Angriff gegen Fettgenheuer und der zieht schon vorbei und dahinter sehen wir Daniel Türk, der nach rechts rauszieht und da versucht es Ziegler und Fettgenheuer zieht rüber und schießt damit Ziegler in die Mauer. Ja, das war jetzt eine ganz brenzlige Geschichte da. Da hat natürlich Ziegler auch nur ganz knapp daneben gezogen. Oh, das wird auch noch Ärger im Nachhinein geben. Die werden sich wahrscheinlich auch noch mal gesund in die Haare kriegen. Und was ist mit Fettgenheuer passiert? Der wird hier nämlich gerade bei mir auch zurückgefallen angezeigt. Und wir sind noch in der Wiederholung, deswegen bleiben wir mal da. Da wird sich das jetzt mit Sicherheit auch gleich aufklären. Bevor ich jetzt hier zweimal in die Wiederholung schalten muss, bleiben wir einfach mal kurz dabei. Da ist noch alles in Ordnung. Müsste jetzt in den nächsten, auf den nächsten Metern passieren. Hat der Türk hinter sich. Türk geht innen daneben. Oh, und da zieht er rein und wird, ja, da setzt das Rad richtig auf. Und was ein Unfall. Eieieiei. Und Fettgenheuer kollidiert dort mit Türk, zieht rein und es kracht. Ja, als ob hätten wir so einen Unfall nicht gerade eben schon mal gesehen. Genau die gleiche Kiste und damit sammelt sich sie direkt in der Box. Und entgegen der ersten Vermutung, dass es mal hieß, man könnte hier vielleicht zu oft an die Mauer anschlagen, haben wir bisher nur Kontakt zwischen den Fahrern gesehen. Da sieht man, wie knapp das sein kann und vor allem, wie schnell es gehen kann. Oh, und Robert Gerke, glaube ich, auch in der Box. Ja, das allerdings ganz normal, denn der hat seine Durchfahrtsstrafe zu absolvieren gehabt, beziehungsweise absolviert diese gerade. Auch rechtzeitig. Es gibt nämlich die Regelung, innerhalb der 5. und 55. Minute muss das Ganze gemacht werden. Er kann also nicht direkt in der ersten Runde danach in die Box fahren. Das geht nicht. Er muss erstmal ein paar Runden draußen bleiben, bevor er diese Durchfahrtsstrafe machen kann. So, fährt er jetzt aber fast schon in die Mauer, also da muss er aufpassen. Wie auch immer, wir gehen zum Kampf an die Spitze, nämlich Jan Senkowski gegen Marc Brücker. Da geht es jetzt um die Führung. Bernd Oswald verliert an Boden und da kommt von hinten ein richtiges Paket herangefahren. Michael Engel, sein Teamkollege. Dann haben wir dahinter Daniel Türk jetzt auf der 5. Nils Senkowski, sein Verfolger, hinten dran. Und ich glaube, der Flügel bei Oswald ist beschädigt, wenn mich das nicht täuscht. Ich habe leider ein etwas unsauberes Kamerabild. Deswegen,
Da versucht es Oswald zumindest, sich noch Daniel Türk zu erwehren. Das funktioniert auch noch, aber ich glaube, da ist was kaputt. Oh, und Türk ist da offenbar rausgerutscht. Der war gerade eben noch direkt daneben. Ja, die Frage ist, was ist da kaputt? Allerdings, alle anderen sind auch noch nah hinten dran. Also da wird sich jetzt keiner gegenseitig ins Auto gefahren sein. Ja, der Blick vom Fünftplatzierten. Man sieht es jetzt doch sehr, sehr deutlich. Also Oswald muss irgendwie in eine Berührung verwickelt gewesen sein. Ob ihm da jemand dran gefahren ist oder ob er selber irgendwo angeeckt ist, lässt sich ja natürlich jetzt nur mutmaßen. Auf jeden Fall, er hat eine Beschädigung, die ihn allerdings noch nicht so einzuschränken scheint. Der Wagen ist auf jeden Fall noch schnell genug und bleibt in der Spur, was das Wichtigste ist. Und damit kann er Daniel Türk vorerst zumindest mal ein bisschen ärgern. Nils Jankowski auf der 6 unter Druck von Tobias Soltau, während Jan Sankowski weiterhin vorne versucht, Marc Bröker zu überholen, um vielleicht hier einen Sieg einfahren zu können. Wobei ich jetzt mal nach den ersten 10 Minuten noch nicht unbedingt von sowas sprechen will. Und da zieht Türk raus und geht jetzt doch ganz klar an Oswald vorbei. Ich glaube, da hat Oswald jetzt auch absichtlich mal was Gas rausgenommen. Mit dem Wissen, angeschlagenes Fahrzeug, schneller Fahrer hinter mir. Bevor ich mir hier in den ersten Minuten einen Krampf zusammenfahre, lasse ich die Jungs lieber mal vorbei. Daniel Türk fährt die neue schnellste Runde, 1:36.913. Da gibt es einige, die werden das gerne in Qualifying gefahren. Das ist absoluter Wahnsinn. Jetzt kommt Michael Engel da als nächstes anscheinend auf den Speiseplan für den Simson Pro Racing Piloten. Hier haben wir Bernd Oswald, der jetzt als nächstes da von Nils Jankowski und Tobias Soltau unter Druck gesetzt wird. Jochen Friedrich hat den Wagen komplett in die Garage gestellt, so wie es bei mir in der Liste ausschaut. Der ist also ganz raus aus dem Geschehen. Ja, also die Frage ist jetzt, hat der freiwillig die Pole Position vorne aufgegeben und gesagt, ich fahre aus der Box los, ich will da vorne gar nicht irgendwie im Weg stehen, oder ist da tatsächlich bei ihm was schiefgelaufen? Also keine Ahnung, vielleicht die Raucherpause oder die Pinkelpause etwas zu lang geworden und er hat tatsächlich den Rennstart verpasst. Kann natürlich auch passiert sein. Nur was davon wird es wohl gewesen sein. Und jetzt geht auch Nils Jankowski durch, da versucht es Tobias Soltau auch noch, aber Oswald denkt sich, naja, ich vermurks mir jetzt nicht die komplette Runde hier. Das wird Soltau ärgern, dass sich da jetzt Oswald so dazwischen gebremst hat, aber so ist das nun mal. Franz Hückstedt ist da hinten auf der 8. Position noch ein bisschen mit dran. Also da bin ich sehr gespannt, ob der noch ein bisschen mitspielen kann. Jan Sankowski hat mittlerweile Marc Bröker überholt und setzt sich auch direkt mal ab. Während Daniel Türk Michael Engel geschnappt hat, das überrascht jetzt wenig. Und ich bin gespannt, ob der an, wie schnell der an Marc Bröker rankommen wird und vor allem, ob er Jan Sankowski einfangen kann. Während Oswald jetzt von Tobias Soltau ebenfalls überholt worden, da hat es den Platztausch gegeben, der uns wenig überrascht. Da kommt von hinten Franz Hückstedt und der Schaden scheint bei Bernd Oswald zwar kontrollierbar zu sein, aber er wirkt sich aus. Nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt aufs Handling in dem Fall, aber auf die Geschwindigkeit, was hier dann doch extrem ärgerlich ist. Engel bleibt noch an Türk dran. Kann hier logischerweise auch vom Windschatten profitieren. Während
unsere Kamera gerade mal von Jan Sinkowski und Marc Brücker plattgewalzt wurde. Jan Sinkowski setzt sich hier in Windeseile von Marc Brücker vorne ab. Also der nimmt dem ja mal locker mehr als eine halbe Sekunde pro Runde, hat er ihm jetzt gerade da abgeknabbert. Der Türk sich ein wenig ranarbeiten kann. Tobias Soltau hat tatsächlich durch den Kampf mit Oswald etwas an Boden verloren gegenüber Nils Sinkowski. Allerdings, ja, wenn man bedenkt, dass Soltau vorhin als schnellster im Rennen da vorne unterwegs gewesen ist, der dürfte da auch nochmal rankommen können. Während Franz Hückstedt jetzt an Bernd Oswald ebenfalls dranhängt. Dahinter kommt dann erst die richtig große Lücke hin. Du, Stefan Kräling. Aber man sieht, der Nachteil für Oswald ist noch nicht so extrem. Kann sich also auch auf der Geraden noch vor Hückstedt halten. Schaden scheint sich wirklich in Grenzen zu halten, während Türk die nächste schnelle Runde fährt und er ist jetzt schon an Marc Brücker dran und zieht noch Michael Engel und Nils Sinkowski hinter sich her. Die werden da auch gleich noch auftauchen. Also während Jan Sinkowski sich ein wenig zumindest mal von Brücker jetzt absetzen konnte, Türk kommt da einen Riesenschritt dran. Und ich denke, der wird es auch schaffen, zu Jan Sinkowski aufzuschließen. Türk zieht raus gegen Brücker. Wird das denn jetzt reichen? Beide kommen auf die Spitzkehre, nicht auf die Spitzkehre, auf die Schikane zu. Die Spitzkehre kommt erst gleich. Und Türk vorbei ohne große Probleme. Marc Brücker überholt. Und da versucht es Michael Engel auch noch. Ja, der kommt da aus dem Nichts auch noch dazwischen gefahren. Und Michael Engel geht auch noch an Marc Brücker vorbei. Das kam jetzt ein wenig unvermittelt. Anscheinend hat der Kampf deiner Schikane Marc Brücker sehr viel Schwung gekostet. Allerdings, die Sache ist noch nicht durch. Da zieht Engel auch mal sehr geflissentlich rüber. Uiuiuiui. Das hätte aber böse ins Auge gehen können, wenn da mal noch der Wagen von Brücker noch ein bisschen daneben gewesen wäre. Der hat den jetzt da schon ein bisschen dazu gezwungen, etwas vom Gas zu gehen. Nicht die ganz feine österreichische Art, aber naja, kann man dann eben auch mal so machen, wenn man vorne bleiben will. Allerdings bin ich gespannt, ob Engel sich jetzt auch da so signifikant gleich mal mit absetzen kann oder ob das jetzt langfristig auch noch zum Kampf werden kann zwischen ihm und Brücker. Aber ich glaube, Brücker kommt diesen Jungs hier ganz vorne nicht so ultimativ hinterher. Und Nils Sinkowski, der rauft sich die Haare, denn der will eigentlich nicht, dass die da vor ihm sich jetzt vom Acker machen können. Hier ist Soltau, muss richtig arbeiten, um wieder ranzukommen. Franz Hückstedt in gebührendem Abstand. Bernd Oswald hat etwas an Boden verloren, aber der scheint einigermaßen gute Karten zu haben, um zumindest vor Kräling und Ullmann bleiben zu können. Sinkowski im Windschatten von Marc Brücker versucht sich da jetzt heranzuarbeiten, aber der Abstand war da eben aus der Hairpin heraus doch ein bisschen zu groß.
Da sieht man, wie die Jungs dann, ja, die Frage ist, ob es Absicht oder nicht Absicht ist, da teilweise diesen Curb nach rechts doch etwas vermeiden, um dort möglicherweise nicht aufzusetzen. Denn dann geht es geradeaus in die Wall of Champions. Ui, das sah jetzt fast wie ein Drift für mich aus, aber irgendwie ja, hat er die Linie einfach anders erwischt. Trotzdem ein hartes Stück für Nils Senkowski und vor allem ärgerlich, denn Soltau kommt da jetzt in großen Schritten heran. Thema große Schritte. Daniel Türk gegen Jan Senkowski. Das waren eben nochmal über 2,5 Sekunden. Jetzt sind wir fast bei, ja, bei der glatt 1 Sekunde angekommen. Also ich fürchte für Jan Senkowski, diese Führung, die wird er nicht lange genießen können. Allein der Unterschied zur letzten Runde, 1,2 Sekunden. Passt also doch darauf, dass Jan Senkowski geäußert hatte, dass er mit dem Auto noch nicht so gut zurechtkommt. Aber noch kann sich Jan Senkowski vorne halten. Logischerweise wird Daniel Türk hier auch kein Harakiri-Manöver versuchen. Er wird sich da irgendwo die Stelle suchen, vielleicht einen besseren Schwung aus der Kurve raus und dann aus dem Windschatten heraus den Angriff setzen. Das ist dann immer das Optimum. Aber das weiß Jan Senkowski natürlich auch. Also der hat genug Erfahrung, um das Ganze auch so zu setzen, dass er mit möglichst viel Schwung aus der Kurve rauskommt, wenn er auch schlechter hineingefahren ist. Einfach um zu vermeiden, dass der Verfolger dann die Chance hat, da anzugreifen. Allerdings jetzt aus dem Windschatten. Türk zieht raus, aber das wird er nicht versuchen, denn er schafft es nicht mehr vor der letzten Schikane, sich neben Jan Senkowski zu setzen. Die Frage ist auch, wie viel wird hier jetzt mit den Reifen schon taktiert? Wer wird hier einfach auf Vollgas setzen und wer wird hier etwas vorsichtiger machen? Wir müssen ein Stück zurückschalten, denn Tobias Soltau im Kampf mit Marc Brülker. Er ist unmittelbar hinten dran. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, Daniel Ziegler und Claudio Ferreira sind wieder auf der Strecke unterwegs. Die konnten das Auto also nach der Reparatur wieder zurück auf die Strecke bringen und sind wieder im Renngeschehen mehr oder weniger mit drin. Ziegler jetzt mit 7 Runden Rückstand, Ferreira mit 10 Runden zur Führungsgruppe. Und jetzt kommt der Versuch, Soltau gegen Brülker, aber gleiche Situation eben wie bei Daniel Türk gegen Jan Senkowski. An der Stelle funktioniert es nur, wenn man ganz nah daneben ist.
Ansonsten kann man das so ziemlich vergessen. Und deswegen bleibt Soltau auch in dieser Runde auf dem 6. Platz. Wieder zum Duell um die Spitze. Jansen Koski führt nach wie vor Daniel Türk. Aber der macht ihm das Leben richtig, richtig schwer. Im Hintergrund sehen wir Michael Engel und Nils Jankowski. Ja, also ganz so die Kampfeslust, beziehungsweise die Kämpfe, wie wir sie in Suzuka erlebt haben, die kriegen wir hier nicht ganz geboten. Resultiert allerdings auch aus den Unfällen zu Beginn mit Daniel Ziegler und Marc Fettgenheuer, die dann sofort da eine Lücke in das Feld gerissen haben. Andererseits ist auch der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Piloten stellenweise etwas größer. Trotz allem jetzt vielleicht die Gelegenheit für Türk. Ja, da geht auch schon Jankowski auf die Verteidigungslinie, beide direkt nebeneinander, und Türk bremst extrem spät und der geht an die Box. Türk geht 25 Minuten nach Rennbeginn schon an die Box. Also ein früher Stopp von ihm kann man so machen, passt alles. Er scheint jetzt das Gefühl zu haben, dass er hinter Jansen Koski zu viel Zeit verliert und zieht deswegen den Boxenstopp vor. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob er Reifen wechseln lassen wird oder nicht. Ich glaube nicht. Würde mich jedenfalls wundern. Und Franz Hückstedt kommt ebenfalls rein. Türk fährt wieder los, ein gewohnt kurzer Stopp von ihm, und Franz Hückstedt wechselt die Räder. Also der wird länger drin stehen, das wird ein längerer Stopp für Franz Hückstedt, und Türk kommt erstmal auf der 7 wieder raus. Damit haben wir Jansen Koski auf der 1, der jetzt ein bisschen durchschnaufen kann, was nicht für Michael Engel gilt. Unter Druck von Nils Jankowski. Dahinter sehen wir Marc Brücker und Tobias Soltau. Also Brücker kann Soltau erstaunlich gut hinter sich halten. Den Sieger aus dem ersten Rennen, der sich hier sehr, sehr schwer tut. Hier im Bild. Ah, jetzt könnte aber die Chance kommen. Nein, also mir wurde gerade schon nur noch eine Zehntel angezeigt. Aber Nils Jankowski lässt das Ganze erstmal bleiben. Und Jansen Koski in der Box. Boxenstopp vom Führenden. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob er vor Daniel Türk bleiben kann oder dahinter landet. Oh, und wir haben ein Auto in der Box kaputt, nämlich Marc Brücker. Marc Brücker in der Box. Hier ist noch alles in Ordnung. Hatte Tobias Soltau hinter sich. Den hat er da vorhin noch ein bisschen absetzen können. Und jetzt... Eieieiei, was ist denn da los? Da schießt Soltau völlig... Was ist denn mit dem passiert? Was in drei Teufels Namen war denn da mit Soltau los? Und da ist das Auto auch ganz krumm bei ihm. Soltau, hat der sich da komplett verbremst oder hat die Bremse nicht funktioniert? Eieieiei, was kommt der denn da angeschossen? Auf jeden Fall, das ist die Ursache, warum es Marc Brücker da aus dem Rennen genommen hat. Da ist da Tobias Soltau in einem wahnwitzigen Tempo in die Schikane reingeflogen. Aber hat das Bremspedal möglicherweise nicht ganz getroffen, abgerutscht oder sowas. Das wäre jetzt so die einzige Erklärung, weil das ist ja mehr als ein Bremsfehler. Der kam da mit mindestens 50 km/h zu viel angeschossen. Eieieiei. Nochmal Diskussionsbedarf, und jetzt geht er auch an die Box.
Ja, oder der wollte in die Box hinein und hat gemerkt, dass er nicht mehr links an Marc Brücker vorbeikommt oder hat spekuliert, dass Brücker ebenfalls reingeht. Denn man sieht natürlich, die Fahrer bremsen wesentlich später, wenn sie in die Box hinein wollen. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Theorie, aber das wäre auch sehr, sehr merkwürdig, so eine Aktion zu bringen. Man weiß es nicht, muss man einfach so sagen. Wir wissen es im Moment nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass Daniel Türk an Jan Sankowski vorbeigegangen ist, denn der ist jetzt auf der 5 und Türk auf der 4. Und davor haben wir nur noch Michael Engel, Nils Sankowski und Bernd Oswald, die noch nicht drin waren. Und was werden die jetzt machen? Werden die noch weiterfahren oder werden auch gleich zum Stopp reinkommen? Soltau hat seine Beschädigung nicht reparieren lassen. Der fährt schon wieder raus. Aber was war das für eine abenteuerliche Situation gerade? Ich glaube tatsächlich, dass Soltau an die Box ran wollte und dann aber gemerkt hat, dass das nicht mehr passt mit Bröker, der noch weiterfahren wollte. Und der hat dann zugezogen und da war dann keine Chance mehr. Soltau noch versucht, innen irgendwie durchzuschießen, aber die Berührung war dann nicht mehr vermeidbar. Wäre jetzt die plausibelste Theorie meiner Meinung nach, wie sowas passieren kann. Aber man weiß es natürlich nicht. Wir werden es nachher im Interview auf jeden Fall zu hören bekommen, denn er hat ja den Sieg im ersten Rennen eingefahren und landet damit auch bei uns bei den Siegerinterviews. Das werden wir dann definitiv in Erfahrung bringen können. Und Nils Sankowski verliert gerade etwas am Boden gegenüber Michael Engel. Das wundert mich. Bernd Oswald hat die Box noch nicht aufgesucht, aber das Auto eben aufgrund der Beschädigung relativ langsam. Ich dachte schon fast, der wäre drin gewesen, aber ja, mal sehen, was der noch versucht, hier rauszuholen. Das Auto, ja, scheint gut genug zu funktionieren, dass es besser nicht reparieren sollte, denn Reparatur dauert doch sehr, sehr lange und das würde ihn noch wesentlich weiter zurückwerfen. Und wenn er Glück hat, könnte er dann trotz allem vielleicht noch vor Franz Hückstedt und Sven Ullmann bleiben, die noch am einer von beiden irgendwie noch in der Gefahrenzone führen ist. Der Rest ist längst an ihm vorbei. Lücken sind jetzt aufgerissen durch diese Boxenstops. Aber es ist erstaunlich, dass Engel sich jetzt auch hier von Nils Sankowski erstmal absetzen kann. Das hat man bis vorhin noch nicht und Engel fährt auch weiter, Nils Sankowski ebenfalls. Die werden also hier noch eine Runde weiterfahren, vielleicht sogar noch mehr. Ja, die Frage ist, wie hat der Österreicher mit den Reifen auch gearbeitet? Möglicherweise eine etwas vorsichtigere Fahrweise an den Tag gelegt und das macht sich jetzt möglicherweise ein bisschen bezahlt. Ja, mal sehen. Aber das ist Sven Ullmann, den die jetzt da vor sich haben. Müsste es eigentlich sein. Ja, genau. Wenn mich die Helmfarbe nicht getäuscht hat. Sven Ullmann auf der 9 geführt. Wird jetzt wahrscheinlich gleich überrundet. Das wird aber nicht lange so bleiben. Denn, wie gesagt, Engel und Sankowski, die beiden, ja, noch nicht an der Box gewesen. Oh, und da hat Michael Engel die Spitzkehre nicht ganz optimal erwischt. Und sowas führt dann Nils Sankowski natürlich gleich wieder heran. Das hat er sich in der Form nicht vorgestellt. Und da ist Sankowski daneben. Engel zieht noch rüber. Aber da wird dann doch Rücksicht genommen. Also, ja, weise Entscheidung von Nils Sankowski, da jetzt nicht unbedingt mit der Brechstange vorbeigehen zu wollen.
Jetzt der nächste Versuch in die Schikane hinein und da ist er wieder daneben und die Sache geht vielleicht jetzt wesentlich deutlicher aus. Jetzt etwas mehr Schwung aus der Kurve raus für Nils Nkoski. Nein, das klappt nicht. Also da bleibt Engel nochmal vorne. Da hat sich Michael Engel allerdings jetzt etwas unglücklich selber in diese Position gebracht. Claudio Ferreira übrigens hat das Fahrzeug endgültig in der Garage abgestellt, möglicherweise das Auto zu beschädigt. Und deswegen ist für den hier schon Ende. Und damit haben wir noch 12 Fahrzeuge auf der Strecke, wovon allerdings Marc Brülker und Robert Gerke momentan auch in der Box stehen. Da wird offenbar noch repariert. Und Stefan Krehling steht ebenfalls drin. Und das wundert mich gerade ein wenig. Na doch, da ist alles in Ordnung. Also Krehling fährt wieder raus. Entwarnung, der hat seinen normalen Stopp einfach mal absolviert auf der 8. Position. Und der muss auch nichts weiter befürchten von hinten. Wird auf jeden Fall, wenn jetzt nicht noch irgendwas Schlimmes passiert, eine bessere Position für ihn als im ersten Rennen. Davon können wir ausgehen. Und nach wie vor die ersten drei immer noch nicht in der Box gewesen. Michael Engel, Nils Nkoski und Bernd Oswald. Und Daniel Türk hat Bernd Oswald fast eingeholt und das trotz Boxenstopp. Bernd Oswald wird wahrscheinlich jetzt einfach nur versuchen, noch das Beste rauszumachen. Jan Senkowski hat mittlerweile fast 4 Sekunden Rückstand auf Daniel Türk. Also was sich da vorhin schon im Vorfeld oder vor den Boxenstops so ein bisschen herauskristallisiert hatte, dass Daniel Türk auf jeden Fall schneller fahren kann, das bewahrheitet sich hier auch im Moment. Die Frage ist, wie viel verlieren diese beiden hier auch durch die Zweikämpfe, die sie sich hier durchaus liefern. Gegenüber Daniel Türk, wie groß wird der Vorsprung dann sein? Und vor allem, wie wird das auch im Verhältnis zu Jan Senkowski sein? So, Engel geht an die Box, Nils Senkowski fährt weiter. Michael Engel kommt rein, zum Stopp. Und ich gehe davon aus, der wird auch nur nachtanken lassen und dann weiterfahren. Mal sehen, ob der Teamkollege von ihm, Bernd Oswald, auch an die Box gehen wird. Nein, noch nicht. Oswald fährt weiter, wenn ich das richtig sehe. Oh, da muss Engel noch mal kurz mal ein Sekündchen Gas geben, damit er nicht die Position, beziehungsweise weil er seinen Boxenplatz nicht hundertprozentig erwischt hat. Oh, und das wird ein langer Stopp. Da geht Tobias Soltau noch vorbei. Hat er jetzt Glück, dass der Rückstand von Franz Hückstedt ziemlich lang ist. Oh, da steht Engel sehr, sehr lange. Also für einen Stopp ohne Reifenwechsel hat er ziemlich lange in der Box gestanden. Deswegen Soltau klar an ihm vorbeigegangen und das doch ziemlich deutlich. Franz Hückstedt, der ist weit zurück. Da muss er sich keine Sorgen machen, aber ja, 6. Position für Engel. Viel wird sich da jetzt nicht mehr dran ändern. Und Daniel Türk hat zu Nils Senkowski mittlerweile auf 23 Sekunden aufgeschlossen und der war immer noch nicht drin. Der wird wahrscheinlich jetzt zum Stopp kommen. Nein, der fährt immer noch weiter. Also Nils Senkowski reizt das hier offenbar bis zum Maximum aus. Hofft vielleicht den Stopp so kurz wie möglich machen zu können.
um eventuell zumindest die Podiumsposition reinbringen zu können. Im Moment, ja, Soltau, der sich auf der 5 befindet, vor dem müsste er bleiben, denn Bernd Oswald auf der 3. Position, der muss ja noch an die Box. Das heißt, das würde im Moment bedeuten, wenn Nils Senkowski an die Box geht, werden auf jeden Fall Daniel Türk und Jan Senkowski vorbeigehen. Aber ob es Tobias Soltau schafft, das weiß man noch nicht genau. Der hat allerdings jetzt auch freie Fahrt und wer sich an die Pace aus dem ersten Rennen erinnert, ja, ich glaube, Nils Senkowski wird sich da wahrscheinlich mit dem 4. Platz zufrieden geben müssen. Je nachdem, ob er vom Stopp her es vor Michael Engel schafft. Was wahrscheinlich ist, denn Engel hatte, ja, wie wir gesehen haben, jetzt keinen optimalen Stopp gehabt. Dann etwas weiter hinten. Jan Senkowski jetzt sich auch daran macht, Bernd Oswald möglichst auch noch zu überholen. Da wird Senkowski sicherlich hoffen, dass Oswald, bevor es dazu kommt, an die Box geht und ihm keine Zeit kostet. Wenn auch Jan wohl eher auf den Zeitabstand zu Soltau schaut, als zu Türk vor ihm. Ja, und Nils Senkowski, der macht keine Anstalten, in die Box zu gehen. Der fährt hier einfach fleißig weiter. Und Bernd Oswald an der Box, genauso kommt es. Also Jan Senkowski vorbei und da werden jetzt einige durchgehen. Wir werden mal schauen, wo ist Franz Hückstedt. Das wäre jetzt so jemand, der in der Nähe eventuell liegt. Das kommt aber auch darauf an, wird Bernd Oswald jetzt das Auto nennenswert reparieren lassen oder wird der einfach nur tanken? Ja, und fährt um das stehende Fahrzeug von Marc Brück herum. Muss er gar nicht. Die Fahrzeuge können hier durcheinander durchfahren. Aber er will den Realismus so hochhalten, wie es geht. Ja, der Flügel wird ausgebeult und ich glaube, das bedeutet, da wird doch jetzt etwas mehr dran gearbeitet. Vielleicht hat Oswald sich auch gesagt, ich nehme meine ganzen Vermutungen zurück. Bernd Oswald, das Ganze ging schneller als bei seinem Teamkollegen, kommt auf der 6. Position wieder heraus und bleibt damit vor allem auch vor Franz Hückstedt. Oswald auf dem 6. Platz. Ah, das wird nochmal interessant, wie gut er sich da jetzt wird halten können. Und Nils Senkowski fährt immer noch weiter. Allerdings Daniel Türk auf jeden Fall schneller als er unterwegs. Waren jetzt alle Fahrer drin, bis auf den wir jetzt im Bild haben, nämlich Nils Senkowski. Vorsprung gegenüber Daniel Türk. Knapp 21 Sekunden. Und da sehen wir die Unterschiede bei der letzten Runde. Fast eine halbe Sekunde war Daniel Türk schneller. Das scheint allerdings an einer bestimmten Stelle zu sein, denn man sieht, der Abstand bleibt über die komplette Runde hin fast gleich und dann kommt die Spitzkehre, da ändert sich das jetzt so auf circa 2 Zehntel. Ja, und jetzt wird der Abstand kleiner. Also ja, ist eine interessante Geschichte zu sehen. Und jetzt kommt Nils Senkowski an die Box. Der wird jetzt logischerweise einige Positionen verlieren. Aber die Frage ist, wer wird da eventuell noch vorbeigehen können? Was er eigentlich vermeiden möchte. Tobias Soltau gehört auf jeden Fall dazu, genauso wie Michael Engel.
Die Boxengasse hier in Montreal ist nicht unbedingt so groß. Das ist also dann nicht das Thema. So, wo kommt Daniel Türk? Der ist jetzt gerade durch die Schikane durch, ist jetzt vorbei an Nils Senkowski. Da kommt gleich Jan Senkowski, der Bruder, der ist jetzt auch vorbei. Und da geht's wieder los für Nils Senkowski. Wo ist Tobias Soltau? Der kommt über die Start-Ziellinie gerade drüber. Und ich glaube, das wird sich für Nils Senkowski ausgehen. Einmal außenrum die weiße Linie beachten, ist zurück auf der Strecke und Nils Senkowski ist klar vor Tobias Soltau auf der dritten Position. Und da können sich die beiden Brüder von PFS Performance eventuell hier auf ein Doppelpodium zumindest freuen. Michael Engel, fast 14 Sekunden hinter Soltau, doch recht abgeschlagen. Robert Gerke, kann ich berichten, ist jetzt auch aus der Box heraus wieder auf die Strecke gegangen. Hier haben wir ihn. Hat das Fahrzeug also endgültig reparieren lassen können. Ja, Marc Brücker steht immer noch drin. Und mir wird Bernd Oswald gerade hier mit Verbindungsproblemen angezeigt. Man sieht, das Auto springt hier über den Kurs. Der hat schon mal technische Schwierigkeiten gehabt. Das ist bei Weitem nicht das erste Mal. Aber jetzt scheint sich die Verbindung wieder gefangen zu haben. Alles wieder in Ordnung. Bernd Oswald ist zurück im Rennen. Wir haben einige Abstände. Nils Senkowski 4,5 Sekunden hinter seinem Bruder Jan Senkowski und dann haben wir 5,5 Sekunden zu Tobias Soltau. Das ist auf jeden Fall jetzt die Geschichte über Abstände, die man am meisten im Auge behalten muss. In dieser verbleibenden Viertelstunde. Inwieweit sich dort jetzt noch etwas ändern wird. Daniel Ziegler, der ursprünglich, glaube ich, vorhatte, dort eher mitzukämpfen vorne um die Position. Der wird jetzt gleich von Tobias Soltau überrundet. Dürfte aber wahrscheinlich kein großes Problem sein. Der winkt ihn in der Hairpin ganz normal vorbei. Gute Stelle. Man lässt sich dann weit raustragen und lässt den anderen Piloten passieren. Das kostet dann vor allem auch den anderen nicht allzu viel Zeit. Ja, und es tut sich nichts mit den Zeitabständen. Das ist ein erstaunliches Bild. Nils Senkowski nicht wirklich Zeit gewonnen gegenüber seinem Bruder nach vorne, aber auch nicht wirklich Zeit verloren nach hinten zu Tobias Soltau. Wir scheinen hier alle einen ähnlichen Speed zu fahren. Nur Daniel Türk vorne, der setzt sich noch etwas weiter ab. Mich überrascht das etwas, weil Soltau im ersten Rennen so stark war, dass der jetzt nicht in der Lage ist, hier ein paar Zehntel pro Runde zuzufahren gegenüber Nils Senkowski. Das gelingt ihm aktuell nicht. Beim Rest des Feldes zieht es sich mit den Zeiten eher auseinander, als dass sich da was zusammenschiebt. Und mittlerweile hat Marc Brücker offenbar endgültig die Faxen dicke und fährt nicht mehr aus der Box raus, hat den Wagen jetzt in die Garage gestellt. Genauso wie Claudio Ferreira, Marc Fettgenheuer und Jochen Friedrich. Relativ hohe Ausfallquote. Aber das Fahrzeug hält eben auch nicht viele Beschädigungen aus.
Jetzt schließt allerdings Tobias Soltau doch ein bisschen zu Nils Jankowski auf. Die Zeiten sind etwas besser. Wir sehen es, Nils Jankowski, ja, 5,5 Zehntel langsamer in der letzten Runde gewesen als Soltau. Das wird jetzt nochmal spannend. Das könnte das letzte Duell hier in diesem Rennen heute Abend werden, denn sonst passiert da nicht mehr allzu viel. Kann man mal sehen, wie über die Curbs drüber gegangen wird. Und was da Soltau doch ein bisschen gebührenden Abstand mittlerweile hält zu dieser Mauer. Andererseits, er hat auf dem Schirm, dass er noch eine Chance hat, eventuell sich die dritte Position zu schnappen. Da vorne sieht man nämlich schon Nils Jankowski. Ganze mal aus der schönen Vogelperspektive. Da sieht man, dass diese Strecke ja auf der Île Notre Dame gebaut worden ist. Und auf dieser Insel direkt bei Montreal. Da kommt das Wasser her, das man hier drumherum sieht. Die Strecke wurde ja nach dem Tod von Gilles Villeneuve, dem kanadischen Rennfahrer, entsprechend umbenannt. Wanderkurs, der eben durch diese Mauern berühmt ist, wo dann ein kleiner Fehler gleich speziell so ein Formelauto schnell zu Kleinholz verarbeiten kann. Trotz allem, wir sehen, Soltau muss sich ranhalten, wenn er hier noch aufs Treppchen kommen will. Und ich fürchte für ihn, er wird es nicht mehr schaffen. Er ist zwar klar schneller, aber diese über 4 Sekunden zuzufahren, das wird ihm, glaube ich, nicht mehr gelingen. Dafür ist dieses Rennen jetzt dann doch schon zu nah am Ende. Türk setzt sich vorne weiterhin ab. Nils Jankowski fährt nahezu identische Geschwindigkeiten wie sein Bruder auf der 2. Und damit ist es eben der Blick hin zu dem Verfolger. Tobias Soltau hinter sich. Ich schaue mal gerade, wo sich Daniel Türk befindet. Ist in der Herpin. Dürfte also in Kürze dann über die Linie kommen. Also ich schätze mal, es werden jetzt gleich noch 5 Runden sein und dann ist das Ganze vorbei. Wir haben beim interessanten Kameraflug mal gesehen, dass da Nils Jankowski aus der Spitzkehre rauskam, während Soltau gerade reingefahren ist. Einen guten Blick gesehen, wie groß der Abstand ist. Ich
der sich weiter verringert. Das ist jetzt natürlich eine nervliche Geschichte auch für Nils Zinkowski. Der guckt da auf die Zeiten und sieht, er ist klar langsamer als Tobias Soltau in der vergangenen Runde fast eine Sekunde. Oh, das wird doch noch mal brenzliger, als ich gedacht habe. Und das knabbert natürlich an einem. Man sieht sich, ja, ich versuche hier noch so sauber und so gut zu fahren wie möglich, aber der hinter mir, der kommt da in großen Schritten ran und ich bin auf der dritten Position. Das wäre Podium für mich und das will man ungern abgeben, vor allem mit Blick auf die Meisterschaft. Will man da vielleicht noch versuchen, diese Position irgendwie zu halten, aber das wird ein schwieriges Stück Arbeit. Für diese letzten in Montreal. Aber es bleibt dabei, Soltau rennt die Zeit davon. Zumal es reicht ja nicht, jetzt einfach nur zu Nils Zinkowski entsprechend aufzuschließen. Der wird logischerweise versuchen, mit Händen und Füßen sich zu verteidigen, dass er eben die Position nicht verliert. Und das wäre nochmal ein ganz anderes Stück Arbeit für Tobias Soltau. Er kann nur darauf hoffen, dass hier Nils Zinkowski vielleicht doch die Reifen etwas überansprucht hat und deswegen ja jetzt noch mehr an Geschwindigkeit verliert. Das ist so seine letzte Chance. Hat wieder 6 Zehntel gut gemacht in der letzten Runde. Aber da könnte man fast davon sprechen, dass sich Nils Zinkowski wieder berappelt hat. Nach dieser Verlust von einer Sekunde in einer Runde hat er das jetzt wieder ein bisschen zumindest verringert. Ohne Frage, Soltau der schnellere Mann. Aber es reicht nicht. Und da hat er jetzt gerade sogar in der Spitzkehre etwas am Boden verloren. Hat man gesehen, dass er zu hart einlenken musste. Die hat er nicht optimal erwischt. Und das hat richtig, richtig Zeit gekostet. Und das könnte die Entscheidung gewesen sein. Ich glaube es sogar. Der Fehler hat ihm jetzt alle letzten Chancen genommen. Denn das wird jetzt doch zu knapp. Letzte Zeit. Ja. Da hat er eine halbe Sekunde wieder verloren. Vor allem Nils Zinkowski hat wieder eine richtig schnelle Runde im Vergleich zu vorher hinbekommen. Im Gegenzug Tobias Soltau durch den Fehler Boden verloren. Und das dürfte es dann doch so gut wie gewesen sein. Da schätze ich, wird es jetzt doch keinen Platztausch mehr geben. Da muss schon ein Fehler vorne passieren. Thema vorne, wir gehen zur Spitze, nämlich zu Daniel Türk, der das Ganze hier einsam und alleine anführt. Und damit hat ihm im Endeffekt ausgerechnet sein Teamkollege seine Siegesserie kaputt gemacht. Würde er sich andersrum sagen, gibt Schlimmeres. Wenn einer, dann am besten er. Aus der Sicht des Simsync Pro Racing Teams. Und Türk kommt auf die letzte Schikane zu und es werden noch 2 Runden sein. Er braucht jetzt hier kein Risiko mehr zu gehen. Kann hier in aller Ruhe mit 11 Sekunden Vorsprung die Sache auf diesen letzten beiden Runden bei diesen gut 8 Kilometern
die es jetzt noch sind. Das Ganze in Ruhe zu Ende fahren. Während Soltau gerade von Ullmann, wenn ich es richtig erkannt habe, vorbeigewunken wurde. Trotz allem, da reicht es nicht mehr gegen Nils Zinkowski. Jan Zinkowski macht nochmal ein bisschen Zehntel gut auf Daniel Türk, das verwundert jetzt nicht. Wie sieht es dahinter aus? Die wollen wir hier nicht ganz vergessen, die anderen Fahrer. Michael Engel auf der 5, unbedroht, 38 Sekunden vor Franz Hückstedt auf dem 6. Platz. Dürfte mit der Position relativ zufrieden sein. Auf der 7 Stefan Kreling, nachdem es im ersten Rennen ja durch den Unfall das Rennen für ihn früh ruiniert gewesen war. Eine 7. Position, denke ich, auch für ihn noch verträglich. Knapp 20 Sekunden Rückstand zu Franz Hückstedt sind das. Dann kommt Sven Ullmann. Auch er nach dem frühen Unfall mit einem 8. Platz, denke ich, ganz gut gesegnet. 25 Sekunden hinter Kreling, dann kommt Bernd Oswald mit über einer Minute Rückstand. Der Schaden ist zwar wohl ein bisschen behoben worden, aber eben nicht ganz. Daniel Ziegler rettet hier noch einen Top-10-Platz, trotz des langen Stehenbleibens in der Box. Und Robert Gerke ist auf der 11 auch noch unterwegs. Marc Brücker, Claudio Ferreira, Marc Fettgenheuer und Jochen Friedrich frühzeitig raus gewesen aus diesem Rennen. Und Daniel Türk ist in seiner letzten Runde. Aber da sind es noch ein paar Meter. Der ist noch so im ersten Drittel der Strecke unterwegs. Und Soltau auf unter 2 Sekunden herangekommen an Nils Zinkowski. Aber das wird eben nicht mehr reichen. Er kriegt auch keinen nennenswerten Windschatten mehr. Und da wird er sich wohl mit der 4. Position zufrieden geben müssen. Wo haben wir Daniel Türk? Ja, da geht es gerade durch Kurve 9 und 10 hindurch, gleich Richtung Herpin. Da wird nicht mehr viel passieren, aber was wird Soltau jetzt machen? Kriegt er vielleicht sogar schon ein Quäntchen Windschatten? Aber das Quäntchen wird nicht mehr reichen. Auch die beiden werden gleich auf die Herpin zukommen. Nils Zinkowski, denke ich, macht hier kein großes Risiko mehr. Man sieht, er geht nicht mal mehr auf den Körb und alles drauf, lässt da einen Meter Abstand zur Mauer. Bloß nicht mehr das Auto auch noch in die Wand jagen. Und wenn es eine halbe Sekunde Vorsprung ist am Ende, es ist egal. Und Daniel Türk kommt ein letztes Mal auf die Schikane zu. Jetzt bloß keinen Fehler machen und das Auto in die World of Champions jagen. Das wäre es gewesen. Denn er, bei Wobbspeed ist er noch kein Champion. Also das wäre jetzt was, was Jan Zinkowski machen dürfte. Aber er noch nicht. Und ja, Türk macht langsam. Er darf es sich erlauben. Ja, zu einem begrenzten Maß, da kommt der und da kommt Jan Zinkowski. Daniel Türk gewinnt dieses zweite Rennen hier heute Abend in Montreal bei den Wobbspeed Virtual Masters vor Jan Zinkowski. Herzlichen Glückwunsch, Nils Zinkowski rettet die 3. Position vor einem wieselflinken Tobias Soltau auf der 4. Michael Engel auf dem Weg zu Kurve 14 und 15, die letzten Kurven auf dieser Strecke und damit auch er auf dem Weg hier dieses Rennen in der Top 5 zu beenden. Also ein gutes Ergebnis auch für den Österreicher Franz Hückstedt. Ja, der ist noch in der Herpin. Da können wir noch einen Moment warten, bis der auch über die Linie gegangen ist. Ich schau mal, wen wir dazwischen haben, der vielleicht als Überrundeter schon als durchs Ziel gefahren gilt. Ja, da haben wir zum Beispiel Daniel Ziegler, der das Ganze jetzt nach Überrundung auf dem 10. Platz beendet. Hier dauert das Ganze noch und damit nehmen wir jetzt die Zieldurchfahrt auch von Franz Hückstedt mit auf dem 6. Platz. Wer freut sich, hat da glaube ich nicht so ganz mehr mit gerechnet, habe ich das Gefühl. Stefan Kreling, er der Nächste im Bunde. Der nach dem 12. Platz im ersten Rennen, denke ich, auch recht zufrieden sein wird. Damit ist er über die Linie drüber. Sven Ullmann müsste als Überrundeter mittlerweile das Ganze auch absolviert haben. Ah, nee, noch nicht. Der kommt hier noch drauf zu. Also, da ist noch nichts passiert. Und Bernd Oswald dahinter.
Der ist allerdings schon durch auf der 9. Position. Also trotz des Unfalls Glück im Unglück, kann man sagen. Und Robert Gerke hat das Ganze jetzt auf der 11. Position auch hinter sich. Ullmann fährt schon in die Box hinein. Ja, und Daniel Türk hat das Auto bereits abgestellt. Das ist also nochmal das Endergebnis dieses zweiten Rennens des heutigen Abends. Und ich lasse Sie mit dieser Übersicht und den letzten Bildern der Strecke kurz alleine. Und wir hören uns dann gleich zu den Siegerinterviews wieder. So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind wieder da mit den Siegerinterviews für heute Abend. Ich hoffe, es funktioniert gerade alles, denn hier ist gerade die Übertragung stehen geblieben. Das Problem hatten wir schon mal, das brauchen wir eigentlich nicht, aber ich glaube, es funktioniert alles.
Trotzdem, ich möchte gern sicher gehen. You were moved. You were moved. So, hatte also hier noch ein kleines eigenes technisches Problem, beziehungsweise musste hier nochmal was umstellen, damit es funktioniert. So, und jetzt hoffe ich, dass wir noch Siegerinterviews hier über die Bühne bekommen und wir fangen mit dem an, der ja zu alten Kräften zurückgefunden hat, endgültig. Tobias Soltau, ja, Sieg heute im ersten Rennen, im zweiten Rennen, ja, Vierter geworden. Da wäre vielleicht noch was drin gewesen, aber ganz gegen Nils Senkowski hat es am Ende nicht mehr gereicht. Glückwunsch, Tobias. Und ja, im Qualifying war dein Teamkollege Daniel Türk der Schnellste. Im Rennen hast du dich absetzen können. Ja, was war heute der Trick bei dir? Na, Daniel war ja die ganze Zeit hinter mir. Also ich habe mich nicht abgesetzt. Und ich war überhaupt nicht zufrieden im ersten Set, aber ich bin nur rumgerutscht. Und im zweiten habe ich ja Scheiße gebaut mit Marc. Da bin ich ihm hinten reingefahren. Und da gab es diese ziemlich kuriose Situation in der letzten Schikane, wo du da etwas merkwürdig regelrecht vorbeigeflogen kamst. Mutmaßung war, dass du in die Box fahren wolltest und dann aber keinen Weg Richtung Boxengasse hattest, weil man musste ja da erst später anbremsen. Es sah etwas danach aus. Was ist es am Ende gewesen? Einfach verbremst? Nee, ich wollte in die Box. Und irgendwie, aber ich wollte aber gar nicht so auf der letzten Rille. Er war ja vor mir bremsen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob ich da geschlafen habe, sah ich ihn nur vor mir und wollte dann nur noch ausweichen. Das war eigentlich alles, was ich da noch machen konnte. Und leider ist es ja für ihn dann gar nicht gut ausgegangen. Mein Wagen ging ja noch einigermaßen, da war zwar auch kaputt, aber... Ja, es sah eine ganze Weile nicht so wirklich nach einer Beschädigung aus, aber ja, also war es dann wohl doch. Und ja, ärgerlich natürlich. Ich weiß nicht, ob du mit Marc schon drüber gesprochen hast oder ob du das gleich noch machen willst. Ich glaube, ich habe es eben so kurz rausgehört, dass ihr da gleich nochmal euch zusammensetzen wollt. Ja, haben wir schon. Also er ist natürlich verständlicherweise sauber. Ja. Ja, also sowas passiert mir sowas von selten, dass ich jemanden hinten reinfahre. Also ich weiß ja, auch mir selber nicht, wie das dann konnte. Ja, gut. Manchmal passiert eben sowas. Heute ist es so gewesen. Ja, wenn es nicht jedes Mal passiert, ich denke, dann wird auch jeder mal sagen, gut, irgendwann passiert es auch den Besten vielleicht, kann man sagen. Deswegen im Endeffekt nur der vierte Platz. Ich denke mal, dann bist du mit dem Ergebnis des zweiten Rennens, den Unfall mal ausgeklammert, noch relativ zufrieden, oder? Ja, dafür, dass ich den Unfall hatte, ja, aber eigentlich sonst nicht. Ich wollte schon weiter vor. Deswegen wollte ich auch früher in die Box, weil Marc mich ja aufgehalten hatte und ich kam da nicht vorbei. Ich hatte, glaube ich, die Übersetzung war irgendwie auch zu kurz. Ich hatte das auch schon hinter Nils. Da bin ich immer in den Begrenzer gekommen. Ah, okay. Also mit Windschatten war für dich dann gar nicht so optimal. Nee. Okay, ja, dann wollen wir auf Thematik nicht mehr ganz so rumreiten. Der nächste Lauf ist am 9. November und da ist ja dann wieder der BMW Z4 angesagt und es geht bei einem Nachtrennen nach Spa-Francorchamps. Also mit einem GT nach Spa im Dunkeln, das passt alles auch wieder stilistisch ganz gut zusammen. Was rechnest du dir da aus? Spa mag ich zwar, aber bin ich nicht so der Schnellste in Spa. Müssen wir uns überraschen lassen. Okay, Dunkeln fahre ich sonst gerne. Okay, also Nacht kein Problem, aber bei der Performance auf der Strecke noch nicht ganz sicher. Okay, Tobias Soltau, auf jeden Fall nochmal Glückwunsch zum Sieg heute im ersten Rennen und ich danke dir für das Interview. Oh, auch danke. Und wir machen direkt mit dem Kollegen weiter, nämlich Daniel Türk. Ja,
Die Siegesserie wurde mal kurz gebrochen und dann vom Teamkollegen Pole Position heute, dann den zweiten Platz im ersten Rennen. Und im zweiten Rennen hat es dann für den Sieg, ja, man muss schon sagen, wieder gereicht. Daniel, ist für dich, glaube ich, nicht so dramatisch, dass jetzt ausgerechnet dein Teamkollege dir den Sieg weggeschnappt hat, oder? Nee, es gibt, weiß Gott, Schlimmeres. Ja, wie schwierig war es jetzt in beiden Rennen, weil einfach war die Sache ja nie im ersten Rennen dauerhafter Druck gesetzt worden von Nils Senkowski und beziehungsweise Daniel Ziegler war es. Nils war immer so ein bisschen mit hinten dran, aber Daniel war im Endeffekt der noch den Druck aufgebaut hat. Im zweiten Rennen erstmal wieder durchs Feld durchkämpfen. Du hattest eine Kollision mit Marc Fettgenheuer, der dann ja auch noch den Überschlag hatte. Wie stark hat sich das bei dir aufs Auto ausgewirkt? Ja, mit Marc, das war sehr komisch. Also während der Fahrt habe ich nichts gemerkt, also überhaupt nichts, habe auch keine Anzeige bekommen, nicht mal einen Kontakt, nicht mal einen Nuller-Kontakt, gar nichts. Aber dann im Rückspiegel gesehen, wie neben mir ein Auto da seine Pirouetten dreht in die Luft und hab da schon was befürchtet. War mir keiner Schuld bewusst in dem Moment, hat's eher für einen Ghostbump gehalten und hab's mir jetzt als erstes mal im Replay angeschaut und hab da gesehen, dass es halt ein Kontaktradfahrt war, wodurch es ihn so weggeschleudert hat. Warum sie ihn so arg erwischt und ich also wirklich gar nichts davon gespürt habe, kann ich mir auch nicht erklären. Also wenn, hätte ich schon erwartet, dass da irgendwie ein Schaden ist, aber es war nicht mal ein Kontakt, also es wurde auf meiner Seite scheinbar nicht mal gewertet, obwohl man klar sieht, dass wir uns berühren in der Kurve im Replay. Okay, war für dich also zum einen nicht ersichtlich und zum anderen hat es dich jetzt auch fahrerisch nicht in Probleme gebracht. Erklär natürlich, warum du dann, man muss sagen, relativ problemlos am Ende diesen Sieg einfahren konntest, eine Weile an Jan Senkowski herangearbeitet und dann den frühen Stopp gemacht, der es dann letzten Endes offenbar für dich gesichert hat. Ja, jetzt ein fast schon Ausreißer mit der zweiten Position, der nächste Sieg, der Schritt weiter Richtung Meistertitel ist, der nächste Schritt ist gemacht, kann man sagen. Nils Senkowski konnte es nicht ganz so liefern, wenn auch der Punktevorsprung nicht rapide nach oben gegangen ist. Nächstes Rennen, ich habe es eben schon gesagt, Nachtrennen in Spa-Francorchamps. Geht es dir ähnlich wie deinem Teamkollegen oder rechnest du dir da wieder was Richtung Sieg aus? Ja, vom GT3 habe ich noch sehr gute Erinnerungen an Spa. Ich mag die Strecke auch. Gut, in der Nacht fahre ich nicht gerne, aber das macht eigentlich keinen großen Einfluss jetzt auf die Rundenzeiten. Und von daher denke ich auch, dass mit dem Z4 gut aussehen wird. Ich hoffe einfach, dass ich genügend Vorbereitung bekomme und dann könnte auch wieder mal ein Doppelsieg drin sein. Okay, ja gut, dann werden wir sehen, ob du das wieder aufgreifen kannst oder ob dein Teamkollege oder wer auch immer dich da vorne noch ärgern kann. Ich denke, unser Zuschauer der Spannung wegen Letzteres wäre den meisten lieber. Wie auch immer, Daniel Türk, ja, herzlichen Glückwunsch heute, einmal Zweiter und einmal Sieg hier in Montreal und ich danke auch dir für das Interview. Bitteschön. Und wir machen weiter mit Daniel Ziegler. Ja, dritte Position im Qualifying, dritte Position ins Ziel gebracht. Da hart kämpfen müssen teilweise. Und im zweiten Rennen gab es dann diese leichte Berührung. Mit Marc Fettgenheuer, wo es dich zu einem leichten Drift gebracht hat. Und dann gab es nochmal eine weitere Tuschierung, die dich dann direkt in die Wand geschossen hat. Und damit war das Rennen quasi so gut wie gelaufen. Top 10 noch geholt. Glück im Unglück, wie würdest du jetzt formulieren? Ja, guten Abend von mir. Zum ersten Rennen, vom Speed her, habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich eigentlich schneller war als Daniel in manchen Ecken von der Strecke, weil er doch schon Hammerzeiten rausgehauen hat in den Trainings und im Qualifying. Die zwei haben das aber clever gemacht, die haben die Position getauscht, dass Daniel mich ein bisschen, möchte jetzt nicht sagen aufhält, aber er war heute mit seinen Reifen, glaube ich, nicht so der Herr im ersten Rennen. Deswegen konnte ich den Speed eigentlich ganz gut mitgehen. Von dem her bin ich im ersten Rennen ganz zufrieden. Im zweiten Rennen, wenn man mal ehrlich ist, weiß ich nicht, warum manche Leute einen Außenspiegel an ihrem Fahrzeug haben. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn ich jemanden überholen möchte, muss ich in den Außenspiegel gucken und den nachfolgenden beachtet oder wird ignoriert. Ich kann es nicht sagen.
bin eigentlich neben Fettgenheuer, er zieht dann rüber, weil er den Michael Engel angreifen will, aus dieser Position, für mich unverständlich, ja, und schmeißt mich komplett in die Wand, und da war das Rennen rum. Ja, wir haben es im Bild gehabt, die Situation, ja, der Unfall im Endeffekt passiert, da hat es dann natürlich im Laufe der Anfangsphase noch einige andere rausgerissen, deswegen sage ich, 10. Position jetzt noch erreicht, würdest du sagen, Glück im Unglück, oder sagst du mir, lass mich damit in Ruhe? Spielt keine Rolle, so viel Punkteunterschied ist es nicht. Und wenn ich was mitreden möchte unter den ersten drei, muss ich jedes Mal unter die ersten drei fahren. Also von dem her ist der 10. Platz so gut wie gar nichts. Okay, für dich das Ganze im Endeffekt also eine Sache zum Vergessen, zumindest das zweite Rennen. Es geht weiter in Spa-Francorchamps. Ja, wie geht's dir dabei bei den Aussichten? Strecke mag ich, Auto mag ich nicht. Ja, Nacht spielt eigentlich keine Rolle für mich, ob Nacht oder Tag. Von den Rundenzeiten her. Das ist Gewöhnungssache. Schauen wir mal. Ankommen. Alles klar. Okay. Das also wahrscheinlich nach diesem Erlebnis heute im zweiten Rennen die Prämisse verständlich bei dir mit dem Ankommen. Ich danke dir trotzdem nochmal für das Interview und natürlich Glückwunsch zu der 3. Position heute im ersten Rennen. Ja, bitteschön. Ja, wir kommen noch zu den letzten beiden Interviewpartnern und das ist das Gebrüdergespann, das ich in der Kombination schon eine ganze Weile nicht mehr am Mikrofon hatte. Jan Senkowski, ja, von der 5 los auf der 5 ins Ziel und dann einen sehr, sehr guten Start erwischt, eine ganze Weile sogar die Führung behalten, erst nach dem Boxenstopp, dann auf die 2 zurück, aber die war eigentlich dann nie mehr gefährdet. Ja, Jan, wie fühlt es sich an, nach der Pause und allem, sich da vorne auf dem Treppchen mal wiederzufinden? Ja, ist natürlich super. Vor allem, weil ich das heute überhaupt nicht erwartet habe. Meine Erwartungen waren sehr niedrig, also Top 10, vielleicht Top 5 zu schaffen in beiden Rennen. Und dass es jetzt so ausgegangen ist, ist natürlich umso schöner. Ja, man hat es im Vorfeld lesen können, dass du mit dem Auto eigentlich noch nicht so wirklich zurechtkommst, war die Aussage, dass ich glaube, da hast du heute wahrscheinlich auch dich selber eines Besseren belehrt, kann das sein? Ah, nee, ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe heute nochmal komplett von Null angefangen, habe sozusagen den ganzen Trainings nochmal über den Haufen geschmissen. Alles, was ich da sozusagen über das Fahrzeug, ja, in Anführungsstrichen gelernt habe, auch wieder versucht zu vergessen. Und heute dann einfach ein Setup gemacht, wo ich mir so gedacht habe, dass es vielleicht funktionieren kann. Habe das dann, glaube ich, eine Stunde oder so vor Streambeginn das erstmal ausgetestet, bin dann ein paar Runden gefahren. Und ja, das Problem, was ich eigentlich hatte, war reine Kopfsache, weil ich kein Vertrauen ins Auto gefunden habe, habe überhaupt nicht gefühlt, was es so tut. Und ja, da habe ich mich nur darauf konzentriert, das wieder zu finden. Und dann kam nach und nach kam auch die Rundenzeiten wieder. Und dann habe ich noch ein bisschen was am Setup geändert. Ist immer besser. Und ja, ich denke mal, hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre es noch schneller gegangen. Aber gut, ich bin jetzt auf jeden Fall zufrieden, was dem müsste in meinem ersten Rennen mit dem Auto. Ja, du warst als erstes Mal mit dem Auto jetzt in dieser Saison dabei. Die anderen haben ja alle schon im Endeffekt auf die Erfahrung aus Suzuka zurückgreifen können. Jetzt geht's weiter mit dem Z4 GT3 nach Spa-Francorchamps bei der Nacht. Du als einen Langstreckenfahrer, für dich dürfte, glaube ich, weder Spa noch die Nacht ein Problem sein. Wie sieht das bei dir jetzt beim Z4 aus? Alte Erinnerungen an den 5. Cup. Deine Erwartungshaltung oder bist du überhaupt dabei? Ja, ich sollte jetzt soweit bei allen restlichen Rennen dabei sein. Zumindest sehe ich im Moment keine Probleme, dass ich da mal nicht könnte. Aber sonst zu Spa fahre ich sehr, sehr gerne. Dann ob Nacht oder Tag, ist mir eigentlich auch egal. Z4 gefällt mir auch ganz gut. Jetzt bin ich aber mit Nils dieses Wochenende noch mit einem 4-Stunden-Rennen beim Z4 in Moosport, Canadian Tire Motorsport Park. Da fahren wir noch ein Langstreckenrennen, konnten auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln, jetzt mit den neuen Reifen, die er bekommen hatte, in einem Rennen in Monza. Und ja, wollen wir jetzt mal in Moosport noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann sicher ganz positiv nach Spa. Alles klar, klingt also alles relativ positiv aus deinem Munde und dann können wir uns ja überraschen lassen. Auf jeden Fall dir nochmal Glückwunsch heute zum zweiten Platz, zum zweiten Durchgang hier in Montreal und ich danke dir auch für das Interview. Ja, danke auch.
Dann kommen wir noch zum Bruder Nils Jankowski, der ja immer noch ärgste Verfolger von Daniel Türk vorne. Es hat ja einmal für den vierten Platz gereicht und einmal aufs Podium. Nils, mit Blick auf die Meisterschaftstabelle, sieht es für dich nach wie vor gut aus? Nach vorne natürlich wieder ein bisschen was verloren, aber ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist, nicht ganz so überraschend. Zufrieden, wie es für dich heute Abend gelaufen ist? Ja, also mit den Ausgängen von den beiden Rennen bin ich ziemlich zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit dem Star Mazda so gut läuft in Montreal. Wenn ich ganz ehrlich bin, in der Meisterschaft rechne ich mir auch keine Chancen mehr gegen Daniel aus. Er hat über 100 Punkte Vorsprung jetzt. Also da muss schon ziemlich viel passieren, damit ich da noch in wirkliche Schlagdistanz komme. Aber ansonsten habe ich, denke ich, Punkte gut gemacht gegen meine Verfolger. Also bin sehr zufrieden mit dem Verlauf heute Abend. Alles klar, du guckst also mehr nach hinten als nach vorne. Ja, aus dem Blickwinkel lief es heute für dich auf jeden Fall ziemlich gut, auch weil die Verfolger wieder ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wie man ja sehen konnte. Ja, dein Bruder hat es eben schon gesagt, jetzt kommt für euch mit dem Z4 noch ein Langstreckenrennen, das heißt, das Auto ist dir spätestens danach wieder voll geläufig. Wie sieht es für dich aus dann in Spa-Francorchamps mit dem Nachtrennen? Ja, Strecke oder Verhältnisse für dich ein Problem oder schaust du da gespannt entgegen? Ja, also ich sehe das eigentlich so wie Nachtfahren ist ganz schön. Abwechslung auch, die Strecke ist wahr, mag ich auch. Den Z4 bin ich jetzt die letzten Wochen auch wieder öfter gefahren. In Watkins Glen lief es nicht schlecht, also auf Spa gucke ich ziemlich positiv. Alles klar, also ja, Ziel ist der Punkteausbau gegenüber den Verfolgern und ja, das klingt ja schon mal sehr gut und ich denke mal, da können wir uns dann mal überraschen lassen. Nach den meisten positiven Aussagen, die wir jetzt hier bei den Interviews hatten in Richtung Spa, wer jetzt wirklich da ganz vorne drin sein wird. Nils Jankowski, auf jeden Fall nochmal Glückwunsch zu dem dritten Platz heute im zweiten Rennen und ich danke auch dir für das Interview. Dankeschön. Und damit, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir zum Ende der heutigen Übertragung. Am 9. November geht es weiter. Jetzt schon thematisiert, Spa-Francorchamps, die Traditionsstrecke in den Ardennen steht auf dem Plan und das Ganze noch gewürzt mit einem Nachtrennen. Es wird also sehr, sehr interessant. Der BMW Z4 wird wieder ausgegraben. Und bis dahin, ich danke Ihnen natürlich fürs Zuschauen, hoffe, hat Ihnen Spaß gemacht und sage ciao, ciao und bis dann.